Wenn ihr uns mögt und regelmäßig schaut, dann freuen wir uns über eure Unterstützung. Die brauchen wir nämlich ganz dringend für dieses Projekt, weil wir auch in Zukunft noch so viel mit euch vorhaben. Also, alle Wege, wie ihr uns was zukommen lassen könnt, erfahrt ihr unter diesem Video. Danke an alle, die das schon machen. Und ja, diese kleine Erinnerung für alle, die uns, wie gesagt, regelmäßig schauen und bisher gedacht haben, ach, das machen schon die anderen. Nee, es kommt auf jeden Einzelnen an. Also, vielen Dank und bis ganz bald an dieser Stelle, hier bei Fairtalk. Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe, diesmal aus Magdeburg. Guten Abend. Ich kann euch sagen, das war bisher heute ein spannender Tag. Spannend, weil wir den ganzen Tag von morgens bis abends uns den Wetterbericht angeschaut haben und gedacht haben, oha, wird das heute Abend klappen? Sitzen hier tatsächlich heute Abend 4 Gäste? Kommt unser Publikum heute? Ich sage es einfach mal, ist der 19. Dezember, auch wenn diese Sendung wesentlich später ausgestrahlt werden wird, weil heute war Deutschland unter Glatteis. Und wir sind ganz froh, dass es uns gelungen ist, zumindest einen großen Teil der Gäste hier an diesen Tisch zu bekommen. Wir haben eine Absage. Vera Lengsfeld hat es leider nicht hierher geschafft. Wir haben alles versucht, aber das war nicht möglich, sie aus Südthüringen herzubekommen. Wir haben dafür aber einen wunderbaren Gast gewinnen können. Werde ich gleich vorstellen. Jetzt erstmal vielleicht noch ganz kurz dazu, warum machen wir dieses Projekt überhaupt und warum haben wir uns für dieses Thema entschieden, machen die alternativen Medien den besseren Journalismus? Wir machen dieses Projekt, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne mit Fairtalk dazu beitragen, die Spaltung zu überwinden. Wir möchten auch die Spaltung im Journalismus überwinden. Und wenn jetzt der eine oder andere gleich sagen wird, ja, meine Güte, nochmal, da sitzen ja dann doch wieder 4 Menschen an einem Tisch, die kommen irgendwie aus einer Richtung, nämlich eher aus den alternativen Medien, dann kann ich euch sagen, wir haben alles versucht, Menschen aus den Altmedien herzubekommen. Wir haben dann auch die ein oder andere freundliche Absage bekommen, aber eben niemanden, der gesagt hat, er möchte hier an diesem Tisch mit uns sprechen. Und dann gibt es ja immer die Möglichkeit, was macht man? Sagt man, man macht weiter oder sagt man, gut, man lässt es bleiben. Und wir haben die Entscheidung getroffen und gesagt, wir machen weiter, weil diese Sendung auch als eine Art Einladung verstanden werden soll. Eine Einladung an euch da draußen zu sagen, okay, ich bin jetzt soweit, jetzt komme ich sofort Fairtalk, lass uns miteinander sprechen. Denn ein lebendiger Diskurs ist für uns die Grundlage einer Demokratie. Und von daher freue ich mich, dass diese Sendung heute Abend hier stattfinden kann. Und ich begrüße ganz herzlich Jasmin Kusubek. Hallo, Frau Kusubek. Danke. Sie sind Journalistin und Moderatorin und zum ersten Mal in dieser Runde dabei. Herzlich willkommen. Dankeschön, danke für die Einladung. Dann begrüße ich ganz herzlich Lukas Kramer. Hallo, schönen guten Herr Abend. Kramer. Sie sind der Jüngste in der Runde mit 25 Jahren. Sie sind Ingenieur und Unternehmer. Sie sind heute hier an diesen Tisch gerückt, weil Vera Lengsfeld abgesagt hat. Dafür schon mal ein ganz herzliches Dankeschön. Die Ehre ist auf meiner Seite, danke. Und Sie sind Co-Gründer des Symposiums, das Sie gemeinsam mit Gunnar Kaiser gegründet haben. Ganz genau. Und das ist ein alternatives Bildungsangebot. Und was das mit unserem Thema heute Abend zu tun hat, das werden wir in den nächsten 2 Stunden erfahren. Herzlich willkommen. Dankeschön, sehr gern. Ein herzliches Willkommen auch an Ludwig Gartz. Hallo, Herr Gartz. Hallo, Herr Lehrich. Sie sind Autor. Ja. Und wir hatten schon ein Einzelgespräch miteinander. Und ich freue mich, dass Sie hier den Weg ins Alte Theater gefunden haben, dass Sie heute Abend bei uns sind. Und ich bin gespannt auf das, was Sie zu sagen haben. Bin ich auch. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Also, was hier dann in der Runde passiert, bin ich sehr gespannt. Und was ich sagen werde, weiß ich auch noch nicht, stimmt. Okay. Ich weiß auch noch nicht, welche Fragen ich stelle, das passt dann doch. Und ich grüße ganz herzlich Tom Oliver Regenauer, Autor und Musikproduzent. Hallo, Herr Regenauer. Hallo und danke für die Einladung. Ja. Auch zum ersten Mal bei Fairtalk dabei.
Das stimmt, ja. Und ja, Autor und Musikproduzent, wieso Sie als Musikproduzent zum Autor geworden sind, beziehungsweise im Journalismus gelandet sind und das auch sehr aktiv betreiben, wie man an vielen Berichten lesen kann, die Sie vor allem auch im Rubicon veröffentlichen, und was Sie zu diesem Thema machen, alternative Medien, den besseren Journalismus zu sagen haben, das erfahren wir heute Abend. Und von daher, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung nochmal, freue ich mich. Schöne Location. Ja, und ich würde gerne mit einer allgemeinen Frage anfangen, um uns erstmal kennenzulernen, weil dieses Projekt und diese Talkshow soll ja auch ein bisschen anders funktionieren als andere Talkshows. Ich habe es auch schon mal an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass ich nämlich gerne möchte, dass die Gäste auch miteinander ins Gespräch gehen, dass ich nicht nur die ganze Zeit hier als Moderator sitze und die Fragen stelle, sondern dass wir hier auf Augenhöhe miteinander sprechen. Und ich würde jetzt gerne erstmal wissen, Frau Kosobek, welche Medien gehören derzeit grundsätzlich zu Ihrem Alltag dazu? Das ist jetzt echt eine interessante Frage. Und ich konsumiere gar nicht aktiv so viele verschiedene Medien. Also es ist immer sehr interessengeleitet, was ich konsumiere. Aber was im Hintergrund tatsächlich aktuell läuft, ist, und jetzt steinigen Sie mich nicht, ist Deutschlandfunk tatsächlich oder Inforadio RBB oder irgendwie sowas, wie das heißt. Aktuell ist es tatsächlich mehr Deutschlandfunk, und es ist auch um diesen, dass man diesen Mainstream auch noch mitkriegt, weil sonst, ich höre auch viel so angelsächsische Podcasts, also Joe Rogan, das wird den meisten Leuten hier auch was sagen, und dass man da eben nicht so, ich will schon fast sagen, den Anschluss verliert, läuft halt im Radio viel Deutschlandfunk, und es laufen auch gute Programme, ich will das gar nicht alles so kritisieren, aber natürlich schaue ich auch ganz viel auf YouTube und eben diese, wie Sie sie jetzt nennen, alternativen Medien. Ich habe so mein Problem mit dem Begriff alternativ. Aber ja, das ist, was ich gerade so konsumiere. Aber es sind immer verschiedene Phasen. Ich hatte auch mal eine RBB-Abendschau-Tagesschau-Phase. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ist auch passiert. Nein, wir steinigen Sie gar nicht dafür. Das wollte ich auch eingangs mit der Moderation sagen, dass wir es ja wichtig finden, Verbindung zu schaffen. Das ist das, weshalb wir angetreten sind. Und Herr Kramer, ich habe es eben schon genannt, als Jüngster hier in der Runde, welche Medien gehören zu Ihrem Alltag dazu? Hören Sie noch Radio, oder ist das, fokussiert sich das nur noch aufs Internet? Radio wirklich überhaupt nicht mehr. Ich schließe mich da Frau Kosobek an vielen Stellen an, dieser Punkt, diese Balance zu finden zwischen was läuft im Mainstream, wie sind die Überschriften, was ist gerade wichtig, auch wenn man jetzt nicht unbedingt sich dann dort einliest, aber einfach nur um zu wissen, was los ist, aber dann eben zwei meiner Medienkanäle sitzen ja auch mit am Tisch, wenn ich jetzt Frau Kosobek und Sie Herrn Lehrig angucke, und natürlich auch aus unseren Kreisen ist der mehr bei mir genauso die Mehrheit wie bei Ihnen auch, YouTube und Podcasts. Einfach frei zusammengewählt. Herr Gatz, schauen Sie abends Tagesschau? Nein, also ich habe keinen Fernseher. Seit wann? Eigentlich noch nie. Okay. Und wie informieren Sie sich? Übers Internet. Also es gibt ein paar Telegram-Kanäle, die ich interessant finde, wo nicht zu viel gepostet wird. Die ganz viel gepostet haben, die habe ich alle abgeschaltet, weil das einfach zu viel war. Und ich schaue einiges auf YouTube, auch einige, fast mehr Produktionen aus den USA und England als Deutschland. Also ich schaue sehr Richtung englischen Raum auch. Ist es denn nicht aber eigentlich wichtig, sich plural zu informieren, also überall zu informieren? Ja, so was im Mainstream erzählt, was kriege ich so am Rande mit? Vielleicht habe ich da so ein starkes Vorurteil, dass ich zu sehr denke, dass ich das vorher weiß. Aber meistens, wenn ich mal ein bisschen reinschaue, dann könnte ich fast schon sagen, was die erzählen. Also es ist, war das schon immer so, oder ist das zum Beispiel erst jetzt seit der Corona-Krise? Das war tendenziell so schon immer so. Es ist nur eigentlich die letzten 20 Jahre schlimmer geworden. Eigentlich seit 9/11 ist es so. Das sind ja auch die sogenannten alternativen Medien überhaupt erst so richtig entstanden nach 9/11 und wegen 9/11. Und im selben Maße ist der Mainstream immer rigider geworden. Nein, das ist so, und alles andere ist rechts, und kennen wir ja. Und, ja. Aber Sie haben ja grundsätzlich eine Kritik, besonders auch an den alternativen Medien. Darauf kommen wir später zu sprechen. Ich möchte einmal kurz von Herrn Regenauer noch erfahren, welche Medien zu Ihrem Alltag dazugehören. Querbeet. Also ich nutze immer gerne das Wort Triangulation. Also ich schaue mir sowohl ARD und ZDF mal was an oder Taz oder Spiegel, einfach um zu sehen, was Thema ist und was los ist. Und dann gucke ich aber natürlich auch Rubicon oder freie Medien oder alternative, neue, wie auch immer, Medien
an und habe aber da, man müsste ja auf alle Webseiten gehen oder die Kanäle aufrufen. Fernseher habe ich auch nicht. Also seit langem, weil mich einfach die Werbung nervt. Man kann das einfach, das ist nicht mehr anzuschauen. Ja? Also Radio im ähnlichen Maße. Von daher nehme ich dann RSS-Feed, heißt das. Also ich, Webseiten, die ich interessant finde oder wo ich denke, ich brauche die Informationen, packe ich einfach in so einen RSS-Feed. Das heißt, ich mache morgens mein E-Mail-Programm auf und kriege dann im Prinzip eine Zusammenstellung der News vom Vortag oder von was morgens rauskommt und muss nicht auf die Webseiten gehen. Und so habe ich aber einen Gesamtblick, eine Gesamtschau auf was die Veröffentlichung aller Medien. Ja? Also sowohl eben dann auch amerikanische, weil da wird auch sehr viel zum Thema Geopolitik dann berichtet, ne? Dann über die deutschen Leitmedien und Konzernmedien bis hin zu kleinen freien Medien oder Nachdenkseiten und was es so alles gibt. Ne? Also ich versuche da relativ querbeet mir ein Bild zu machen, aber es ist halt in der Menge auch nicht zu verarbeiten. Also man kann ja nur ein bestimmtes Ausmaß an Medien konsumieren und normalerweise fokussiere ich mich dann auf die, die halt für mich auch gerade relevant sind, weil ich ein Thema recherchiere oder zu einem Thema schreibe. Dann entsprechend gucke ich mir die Berichte dazu an und was so der Konsens ist in den verschiedenen Bubbles, ja. Und dann bilde ich aus der Triangulation meinen Standpunkt am Ende. Wie sind Sie zum Journalisten geworden? Also ich schreibe schon immer, aber es waren in der Regel Songtexte. Also ich habe seit klein auf mache ich Musik und habe irgendwann angefangen zu texten. Und eigentlich habe ich über 10, 15 Jahre hunderte und tausende Songtexte geschrieben. Aber das waren auch immer Songtexte mit einem politischen Inhalt. Also das waren nicht irgendwie Liebeslieder und Fahrschulmusik, sondern Musik mit Inhalt und Anspruch. Und als das mit Corona losging, konnte ich mit der Musik, hatte ich das Gefühl, wenig Leute erreichen. Also ich habe schon immer Spatenmusik gemacht für eine Gruppe, die halt noch Schallplatten kauft und sammelt. Und dann erreicht man da schon nicht viele Leute mit dem Sound. Ja, dann habe ich mir überlegt, wie komme ich jetzt an mehr Reichweite? Wie kann ich die Informationen, die ich habe und die 20 Jahre Recherche, die ich in Bücherform im Regal stehen habe, wie kann ich das teilen? Ja, und dann habe ich einen Blog aufgemacht und kam dann über ein paar Kontakte dann zum Rubicon, die Texte toll fanden und dann die jetzt im Prinzip regelmäßig veröffentlichen. Also schreiben mache ich schon eigentlich immer, das Journalistische jetzt eben eigentlich seit Mitte 2020. Frau Kosubek, wie sind Sie Journalistin geworden? Was hat Sie damals gepackt? Also ich weiß gar nicht, ob man das als Journalistin bezeichnen kann damals. Ich habe ja eine Sendung moderiert und bin da irgendwie so ins kalte Wasser geschmissen worden. Es gab RT Deutsch, ja, heute heißt es ja RTDE, damals hieß es RT Deutsch. Ich bin da irgendwie einfach so reingerutscht, um ehrlich zu sein. Ich hatte auch keine Ambitionen, Journalistin zu werden. Ich wollte einfach irgendwas Außergewöhnliches machen. Und dann war dieses dubiose Angebot von einer russischen Nachrichtenagentur genau das Richtige für mich. Und so bin ich dann dazu gekommen und habe dann quasi diesen Job vor allen Leuten vor laufender Kamera gelernt. Vielleicht, einige erinnern sich vielleicht noch an die Anfänge. Und so bin ich dann quasi zur Journalistin/Moderatorin auch geworden. Also durch Praxis sozusagen und einfach nur Neugierde, ehrlich gesagt. Ja. Das war also eigentlich gar nie Ihr Ziel, wirklich? Nein. Ich wusste gar nicht, dass diese Option, Journalistin zu werden, überhaupt, also für mich war das kein Beruf, der in meiner Welt existiert hat. Weil es ist ja oftmals so, man kennt es ja, ne? Ärzte haben Kinder, die dann auch Ärzte werden oder Anwälte gebären dann quasi kleine Anwälte. Und mit Journalisten ist das ja auch ähnlich. Ja? Es ist jetzt keine Kritik, es ist einfach nur eine Beobachtung. Und deswegen hat dieses Thema Journalismus für mich gar nicht stattgefunden oder Moderation. Wobei das eigentlich, ein Freund von mir hatte das auch mal gesagt, ja eigentlich total logisch war, weil ich rede viel und offensichtlich fühle ich mich hier auch wohl irgendwie und deswegen war es ja dann doch gar nicht so weit hergeholt, aber es hat in meiner Realität einfach nicht stattgefunden. War Ihnen das klar, was das auslösen würde jetzt auch, wenn Sie bei einem Sender wie RT Deutsch Nein, anfangen? Überhaupt nicht, vollkommen naiv. Ich habe gedacht, Berlin, oh toll, Studioprobe, wow, okay. Ich habe da wirklich nicht viel drüber nachgedacht, wirklich. Ja, war Neugierde, ich war einfach offen und hatte Lust auf Berlin. Herr Kramer, Sie sind Ingenieur und Unternehmer und betreiben aber ein Wissensportal. Das ist im weitesten Sinne ja auch eine Form von Journalismus. Auf jeden Fall. Ich würde die Medien in meinem speziellen Fall jetzt auch in Richtung Bildung eben in dieser Kombination sehen, weil ja Medien auch immer mit der Bildung zu tun hat, mit unserem Wissensstand, mit unserer Identität.
Und für mich, ich Ingenieur, und das Ganze ist sicherlich auch eine komische Kombination. Vor allem für jemanden, vor allem für jemanden, der aus einer kleinen Stadt im Landkreis Oldenburg kommt, wo jetzt nicht gleich die Erwartung ist, ah ja, das ist jemand, der macht unternehmerisch was mit Medien und geht in Bildung. Ich bin auch sehr, ist ja auch schon mehrmals angesprochen worden hier, auch sehr von den englischsprachigen Podcasts und so weiter geprägt. Für mich zum Beispiel eben fiel der Name Joe Rogan. Für mich ist Jordan Peterson ein großer Name, der ja auch Gespräche führt, direkte Gespräche eben auch mit Autoren, auch wie wir sie hier ja führen, in diesem langen Format, dass man eben auch wirklich diese Argumente durchgehen kann. Und in meiner persönlichen Geschichte war es einfach so, ich komme aus einem Familienunternehmen, Tischlerei, deswegen war so dieser erste Schritt Ingenieur. Und dann kam aber immer mehr dieser Impuls auch schlichtweg für mich selbst, erstmal meine eigenen Probleme, auch die ich im Leben selber hatte, zu lösen, wodurch ich immer mehr in Bildungsbereiche und diese Online-Bereiche hineinkam und dann eben auch in die amerikanischen Bereiche. Und dann kam eben dieses C-Thema auf. Und ich glaube, wir dürfen es wieder sagen, das Corona-Thema. Okay, ja. Dann kam das Ganze auf und dann wurde eben auch bewusst, was auf dem Spiel steht. Und das die Informationen, die wir konsumieren, ob das jetzt Medien sind oder Bildung, eben in diesem Punkt ja auch ähnlich, dass das ein riesiger Faktor ist allgemein, wie läuft unsere Gesellschaft, wo gehen wir hin? Aber warum haben Sie sich da als 25-Jähriger Gedanken drüber gemacht? Ich kenne so viele, die sagen, das ist doch irgendwie, das sollen doch die anderen machen, das interessiert mich doch nicht. Ich will Karriere machen, will schnelles Auto fahren, ich will irgendwie coole Urlaube mit der Freundin weit weg, möglichst oft im Jahr, eine schicke Uhr. Also wieso? Was hat Sie da gepackt? Ja, ich glaube, den Standardweg habe ich an vielen Stellen nicht gemacht. Und es war so, dass ich auch zu meiner Schulzeit schon nie eigentlich der Coole war. Ich war immer schon eher auf der Außenseite und kenne einfach das Leid, das entstehen kann durch, ich nenne es jetzt einfach mal insgesamt, korrupte Systeme. Und in dem Moment, wenn wir unsere Individualität gehemmt bekommen, wenn wir sie nicht ausleben können, wenn wir nicht uns frei entwickeln können, wenn von außen durch Informationsquellen oder Institutionen das Ganze gehemmt wird. Und ich habe diesen Schmerz wirklich selber am eigenen Leib auch zu spüren bekommen und habe dann aber eben auch auf der Kehrtseite gemerkt, was möglich ist, wenn man diesen Weg rausfinden kann, wenn man durch Bildung, durch die Auseinandersetzung mit den großen Ideen unserer Kultur auch ein Potenzial für sich findet. Und das Ganze dann in die Breite zu bringen, war mir einfach ein Anliegen, weil, wie gesagt, ich kenne einfach diesen Schmerz und möchte das eben auch in die Breite tragen. Wobei ich auch feststellen muss, dass Bildung und Medieninformationen für mich eigentlich der allererste Schritt sind, wenn wir darüber sprechen, wie wollen wir etwas verbessern, wie können wir vorankommen. Es fängt alles in dem Punkt an, Bildung und worauf arbeiten wir hin. Und das ist sicherlich auch noch was, worüber wir heute viel sprechen werden. Ja, eine Frage, wie schafft es jeder Einzelne, Propaganda von Informationen zu unterscheiden? Und ja, Herr Gatz, wie schafft man das in diesen Zeiten? Es führt nichts dran vorbei, dass man lernt, selber gründlich nachzudenken und Fragen zu stellen, immer wieder Fragen zu lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Damit erreicht man schon fast am meisten. Und es ist ja so, viele haben so eine Sehnsucht, das habe ich in meinen Kommentaren, irgendwo jemanden zu finden, der ihnen die ganze Wahrheit sagt und wo, an dem sie in allem vertrauen können, was er sagt und wo sie sagen, ja, das ist immer genau richtig, was der sagt. Sowas gibt es nicht. Also wir haben ein Angebot und jeder Mensch muss lernen, selber richtig zu denken. Und dabei können wir natürlich helfen, wenn wir das entsprechend vorleben. Aber es gibt niemanden, der uns von der Verantwortung enthebt, selber nachzudenken und selber unseren gesunden Menschenverstand zu gebrauchen und richtig zu entwickeln. Ich frage jetzt mal ganz provokativ, wo ist uns das abhanden gekommen? Weil meine Wahrnehmung, besonders in den vergangenen 2,5 Jahren, ist so, dass dieser gesunde Menschenverstand komplett auf der Strecke geblieben ist, Herr Regenauer. Wo ist denn der? Und ist das, Sie kommen ja aus der Schweiz, ist das in der Schweiz auch so oder ist das jetzt zum Beispiel auch ein typisch deutsches Phänomen? Also es gibt da schon massive Unterschiede zwischen, also gesellschaftlich wie medial und was die Politik angeht.
Aber nochmal, um das zu sekundieren, also Information ist eine Hohlschuld. Ja? Also niemand kann zu Hause sitzen, die Krise konsumieren und erwarten, dass man von einem Autor, aus einem Buch, aus einer Sendung dann die Lösung bekommt, die Wahrheit oder den Weg aus der Krise bekommt. Ja, das, so funktioniert das nicht. Also um zu schreiben, muss ich auch Bücher lesen. Ja? Und die wahren Informationen finden sich halt nicht in der Regel auch nicht in einem kurzen Zeitungsartikel oder so, ne? Und auch nicht in einem Podcast. Die finden sich in der Regel in einem Buch. Ja, also Bücher und Literatur sind einfach mal das A und O. Und deswegen ist Bildung, das stimme ich auch zu, wenn man fundiert, und das heißt nicht mal, dass man Abitur haben muss oder studiert sein, aber man muss sich einfach, wenn man sich für Themenkomplexe interessiert, das richtige Material besorgen, ja? Und dann die entsprechende Literatur. Und ich glaube, dass einem das auch so eine Art Empowerment gibt. Ja? Also wenn ich über Themen informiert bin, lasse ich mich natürlich auch nicht so leicht beeinflussen wie das Fähnchen im Wind. Also sprich, wenn es dann um Propaganda geht. Und ich erkenne die daran, dass mir das entweder spanisch vorkommt, weil das irgendwie vom Informationsgehalt nicht stimmt oder weil es nicht zusammenpasst zu dem, was vorher passiert ist. Oder wenn ich jetzt wie bei dieser Reichsbürgergeschichte sehe, da passiert was, es wird medial aufgebauscht und einen Tag später sind die entsprechenden Gesetzesvorschläge am Start, dann hat man natürlich schon irgendwo den Verdacht, dass das irgendwo zusammenhängt. Ja, dann kann man zumindest mal Rückschlüsse ziehen. Und ich denke, dass den Leuten im Großen und Ganzen abhanden gekommen ist, es zu verstehen, dass Information Hohlschuld ist und dass man nicht irgendwo sitzen kann und die Information einfach herangetragen wird, ja? dass man die Lösung auf dem Silbertablett geliefert bekommt. Die muss man schon, man muss selbst aktiv werden und sich informieren und bilden. Ja, hört sich wahnsinnig anstrengend an, wenn ich ehrlich bin. Also das ist ja eigentlich auch, wofür Journalisten ja da sind, um Informationen aufzubereiten und diese dann weiterzugeben. Und das ist eben das Problem, dass diese Schnittstelle dazwischen nicht mehr so gut funktioniert. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie gar nicht funktioniert, aber wie Sie jetzt selber meinten, in den letzten 20 Jahren ist irgendwas passiert und ich kann das jetzt auch nicht, dafür bin ich jetzt doch noch ein bisschen zu jung, um das jetzt alles, ich habe das nicht so genau beobachtet, aber offensichtlich ist da ja irgendwas passiert, ob jetzt das System irgendwie falsch ist, die Ausbildung falsch, oder ob, ich kann es jetzt auch nicht eindeutig irgendwie jetzt analysieren, aber das ist wahrscheinlich eine Gemengelage, weil es ist ja nie nur eine Sache, ne? Das ist, kann man ja wirklich so festhalten, aber ja, das funktioniert nicht so richtig. Und dabei möchte ich trotzdem sagen, dass die Journalisten, die von diesen Schulen kommen, Henry-Nann-Schule, also jetzt ist ein Beispiel, dass sie sehr gut ausgebildet sind, oder RTL-Schule. Weil früher hatten wir dann auch manchmal Praktikanten oder Spione, wahlweise bei uns in der Redaktion und die waren handwerklich immer sehr, sehr, sehr gut ausgebildet und das ist ein Defizit, wenn ich da mal vielleicht eine Kritik platzieren darf an den alternativen, ich sage lieber unabhängigen Medien, dass das Handwerkliche oft fehlt. Und da nehme ich mich genauso mit rein, weil ich habe ja quasi alles gelernt, während ich es gemacht habe, hatte aber keine Grundausbildung im Journalismus und das ist ein ganz großes Defizit, dass die handwerklichen Fähigkeiten fehlen, wie man, ob jetzt, ich komme jetzt aus dem Videobereich, wie man einen anständigen Videobericht einfach macht. Wo alle Informationen, ja gut, alle ist immer schwierig, ne, in 3 Minuten irgendwie unterzubringen, ob jetzt wahlweise in 3-Minuten-Beitrag oder 9-Minuten-Beitrag, da alles auch wirklich unterzubringen und so aufzubauen, dass der Konsument es auch versteht. Und das ist halt ein Defizit, das ich bei unabhängigen Medienmachern, wie auch bei mir selber, auch erkannt habe, dass die handwerklichen Fähigkeiten einfach ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, ja. Und wenn ich noch anfügen darf, was sich natürlich sehr stark geändert hat in den letzten 20 Jahren, weil 9/11 erwähnt wurde, der Konsum der Medien. Also früher hatten wir noch ein Zeitungsabonnement gehabt oder eben der Fernseher war stationär zu Hause und man hat dann halt Nachrichten da konsumiert. Ja. Heute ist das ja im Prinzip eine permanente Berieselung und seit das iPhone oder die Smartphones seit 2007 eingeführt sind, ist man ja in permanenter Beschallung. Ja. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Art, Medien zu konsumieren. Und wenn ich mit so einem Informations-Overload täglich berieselt werde, fällt das dem menschlichen Gehirn auch irgendwann schwer, noch auseinanderzuhalten und sich ein eigenes Bild zu machen. Weil sobald ich anfange nachzudenken über einen Punkt, habe ich schon wieder 3 andere Punkte, die auf mich einprasseln. Also die Art und Weise, wie Medien dargereicht werden, ist auch ganz anders. Ne? Heute in Amerika, die Überschriften haben dann 5 Zeilen und man weiß eigentlich, dass die Leute die Überschrift lesen. Von dem Artikel liest keiner was, da steht auch oft das Gegenteil drin wie in der Überschrift, ja. Was erstaunlich ist.
Also dann, sind wir aber wieder bei der Selbstverantwortung. Ne, genau, und dann muss man einfach erstens mal den ganzen Artikel lesen und dann muss man halt aus verschiedenen Portalen oder Seiten sich informieren und man muss vielleicht auch mal detoxen, also einfach nicht so viele Medien konsumieren. Das bringt ja nichts, wenn ich den ganzen Tag mir Informationen reinpfeife und man kann mir daraus aber kein Bild machen. Also lieber weniger, das dann aber auch rational mal verarbeiten und drüber nachdenken, reflektieren und dann daraus Handlungen ableiten. Das wäre ja sinnvoller, als wenn ich mich den ganzen Tag hinsetze und statt einer Soap-Opera gucke ich halt dann irgendwie 50 Podcasts. Also damit wird man innerlich auch nicht ruhiger und sortierter, ja, und hat ein klares Bild vom Leben. Herr Gatz, wenn wir schon mal hier bei der Kritik, beim Kritikeinstieg von Frau Kosobek sind, dass das Handwerk fehlt oft bei den alternativen Medien, das ist ja ein Punkt. Sie sehen die alternativen Medien ja noch aus einem ganz anderen Grund kritisch. Ich meine, es ist da fehlt natürlich vieles, weil die alternativen Medien vielfach autodidaktisch sind, weil die vielfach nicht über das Budget verfügen, wie die Mainstream-Medien. Also Leute sind, die mit sehr wenig Mitteln dann ihre Ideen an die Öffentlichkeit bringen, mit sehr geringen Mitteln oft. Und ich weiß jetzt gerade nicht, worauf wollen Sie hinaus? Welchen Aspekt? Es geht um den Aspekt der Kritik an den alternativen Medien. Sie haben ja auch ganz klar geäußert, dass gerade auch die alternativen Medien Teil des Systems sind. Ah ja, gut, das ist, da müsste man das größere Bild aufmachen, dass die Menschen, es gibt Menschen auf dieser Erde, die einen jahrhundertelangen Plan verfolgen. Und zwar das sind Menschen, die unser Geldsystem kontrollieren, und zwar nicht erst seit 100 Jahren, sondern seit Jahrhunderten, und über das Geld auch letztlich die Wirtschaft kontrollieren, die Regierungen kontrollieren und am Ende dann auch die Medien mehr oder weniger aufgekauft haben, so ungefähr vor 100 Jahren. Das heißt, das meine ich, also Sie kritisieren, dass die alternativen Medien also einen blinden Fleck in diesem Punkt haben, dass sie gar nicht erkennen, dass sie auch Teil des Systems sind. Ja, weil das System dialektisch arbeitet und die da oft diesen Gegenpol erfüllen, der zu der Dialektik dazugehört, um die Leute im Denkgefängnis drin zu halten. Also die haben alles dialektisch aufgebaut, rechts, links, Kapitalismus, Sozialismus, westlicher Block, östlicher Block. Seit der Perestroika haben wir die Welt so strukturiert, dass der Westen konzernkapitalistisch ist und mehr oder weniger seit den 70er Jahren kulturmarxistisch, also links, also eine komische Kombination in dem Osten. Seit der Perestroika haben wir diese Staatsmacht, also eigentlich immer noch den starken Staat, der, also so ein Putin, der sogar in der Lage ist, die ganzen Oligarchen zur Ordnung zu rufen, wenn er das will. Und dann im Grunde genommen eine konservative Werterenaissance. Also wo so eine Überkreuzvertauschung stattgefunden hat. Da haben wir Konzernkapitalismus, Kulturmarxismus, um die Familien und Völker aufzulösen. Und da haben wir im Grunde einen Staatssozialismus, aber dann in Staaten, die für konservative Werte einstehen und sagen, dass sie die Familien schützen. Und so weiter, sodass die Leute im Westen, die sich lösen von diesem vom Kulturmarxismus und sagen, Mensch, es zerstört alle gewachsenen und Strukturen und Traditionen, wir müssen irgendwie wieder die alten Werte wiederbeleben, die fühlen sich dann angezogen von diesem östlichen Modell. Das ist aber kombiniert mit dem Sozialismus und das ist auch wieder eine Planung, weil in der langfristigen Planung eine Verschmelzung stattfinden soll von Sozialismus und Kapitalismus, letztlich eine Globalisierung des russischen und chinesischen Modells. Also in dem Kontext ist es so, dass gerade in den alternativen Medien sehr viel Hoffnung auf Putin setzen und auf diesen östlichen Weg und nicht erkennen, dass das Teil dieser Langzeitstrategie ist, diese beiden Blöcke global so zu verschmelzen, dass sie im Endeffekt dieses chinesische Modell auch mit dem Social Credit und allem, was dazugehört, der Totalkontrolle, weil die das globalisieren wollen. Herr Regenau, Sie wollen.
Aber, ja, ich muss da nachfragen, weil ja. diese ich nenne es jetzt auch mal Theorie des langen Plans, ja. Und ich will auch nicht damit verneinen, dass es Menschen gibt, die Visionen haben oder sowas und Ideen für die Zukunft. Aber wenn jetzt alles schon geplant ist, die letzten 100 Jahre und dann seit der Perestroika irgendwie nochmal in bestimmte Bahnen gelenkt wurde und wir Teil der Dialektik sind, These, Antithese und so weiter, kontrollierte Opposition ist ja dann auch immer ein Begriff, der da gerne verwendet wird. Was machen wir dann hier? Warum sitzen wir dann hier und unterhalten uns überhaupt? Ich verstehe es gar nicht. Warum gibt es diese ganzen Bücher hier? Wenn man diese Struktur, wenn man diese Strategie durchschaut, dann sieht man, okay, wir haben diese Schablonen, wie man angeblich denken kann, dass man angeblich nur rechts oder nur links oder kapitalistisch und sozialistisch denken kann. Und dann sieht, okay, wenn das alles Teil desselben Spiels ist, wo sich die Wälle hin und her geschoben werden und dann ein gemeinsames Ziel vorangetragen wird, dass bestimmte Leute immer mächtiger werden, weil sie die Konzerne, weil dieselben Leute die Konzerne und die Regierungen kontrollieren. Dann können wir überlegen, Mensch, wenn alle diese verschiedenen Seiten demselben Ziel dienen, welche Position hilft uns dann? Aber ich glaube, dass viele Leute außerhalb eben auch diesen sozialistischen oder kapitalistischen Strukturen denken und verstehen das. Ja. Ja, genau. Und das heißt ja dann, dass ja durchaus etwas aufgebrochen ist und dass unabhängige Medien, wie ich sie jetzt lieber nenne, ich weiß, kein Mensch ist oder kein Unternehmen ist wirklich unabhängig, aber weitestgehend unabhängig von irgendwie vielleicht parteipolitischen Interessen, dass die ja durchaus eine Wirkung haben können oder auch unabhängige Player wie jetzt, okay, auch nicht weitestgehend unabhängig, Jordan Peterson, weil der Name gefallen ist, oder Russell Brand aus dem angelsächsischen Raum, die gibt es ja auch. Und die streuen durchaus interessante und neue Ideen, die genau da reingrätschen, was Sie jetzt gerade meinten, die eben sagen, es kann ja nicht nur kapitalistisch sein, es muss auch nicht sozialistisch sein, es gibt irgendwas Neues. Und wenn ich da kurz anfügen darf. Ja, bitte, Sie wollten ja eben schon, deswegen. Ja, weil ich viel darüber geschrieben habe tatsächlich. Und über diesen, was ja richtig ist, dass die Fabian Society oder irgendwelche Organisationen schon zu Beginn, zum ausgehenden Vergangenen und Beginn des 20. Jahrhunderts tatsächlich in vielerlei Literatur, inklusive Bertrand Russell oder so Leute, ne, die haben Bücher geschrieben, die heißen Social Reconstruction. Also Bertrand Russell zum Beispiel. Wenn man das mal liest, da wird dann zwar in den letzten 2-3 Seiten wird das irgendwie relativiert, aber am Ende geht es darum, dass man globalen Kollektivismus etablieren will und dass man den verkauft als Demokratie. Er basiert aber auf Kommunismus. Am Ende ist denen aber die politische Richtung völlig egal. Es geht um Kollektivismus, weil es darum geht, dass eine kleine Kaste tatsächlich versucht, sich so zu positionieren, dass sie Macht hat. Ja? Also das jetzt mal unabhängig davon, wer da wo politisch steht und wer das genau finanziert. Ja? Aber es gibt tatsächlich Literatur, die ist 100 Jahre alt, die zeigt, dass wir in Richtung Kollektivismus steuern, dass man uns das verkauft als Demokratie. Und dass Demokratie hier, also in Deutschland, schon ad absurdum geführt im Sinne von einer Demokratie, versieht man ja im direkten Vergleich mit der Schweiz. Ja, also ich wohne da, da gibt es eine Volksabstimmung, wenn dann Gesetz keine Mehrheit findet oder im Volk nicht gut ankommt, ja, oder auf Gegenwind stößt, wird da abgestimmt. Aber welche Rolle spielen dabei die Medien? Genau, also und in die Medien haben dort eben, das sieht man in der Schweiz dann, und da gibt es natürlich auch die Konzern- oder die Leitmedien, analog zu Deutschland, die nehmen natürlich oft die Rolle der Regierung ein und arbeiten medial in Richtung, wir wollen, dass das Gesetz durchkommt. Ja? Und die alternativen, freien, unabhängigen, wie auch immer, kleinen Medien nehmen oft eine Gegenposition ein oder beleuchten es wenigstens kritisch. Ja? Da gibt es dann auch welche, die sind für das Gesetz. Aber zumindest gibt es noch einen Gegenpol. Ja? Und das ist natürlich dann schon mal eine grundlegend andere Struktur, weil man auf kleinerer Ebene noch Einfluss nehmen kann. Hier kann man überhaupt keinen Einfluss mehr nehmen. Ja? Und wenn ich dann noch ein EU-Gesetz drüber habe oder in Zukunft WHO-Reglements, dann wo nimmt dann irgendein Souverän noch demokratischen Einfluss auf irgendwas? Dann, das Wählen ist ein Witz. Ja? Und wenn Wählen dann was ändern würde, wenn es was ändern würde, wäre es verboten. Das ist ein schöner Spruch. Ne? Und tatsächlich in Deutschland, im Vergleich zur Schweiz, hat man den Eindruck, ja, dass da viel weniger Diversifizierung ist in den Medien und dass sich dann auch abzeichnet in der Gesellschaft, wiederum in der Politik, ja? Und in der Kultur auch. Also in der Schweiz gibt es auch viel mehr Musik, die kritisch ist und sich mit anderen Themen beschäftigt als hier noch. Ja? Also ich will jetzt auch nicht alles schönreden, da gibt es auch, ist auch nicht das Paradies. Aber die Medien in der Schweiz beeinflussen oder versuchen ja auch zu beeinflussen. Natürlich. Den Wahlausgang oder andere. Ich meine, Worte haben Gewicht. Ja, das merkt man ja, wenn man Artikel schreibt oder was sagt, dann kriegt man Feedback in der Regel. Positiv wie negativ. Und da muss man natürlich darauf achten, dass man vernünftig recherchiert und seine Positionen hat und die auch vertreten kann. Und
dass man aber das auch komprimiert, weil natürlich in 3 Minuten einem Videobericht oder in 10 Seiten Artikel kann ich nicht ein Buch wiedergeben oder 5 Bücher, die ich zum Thema gelesen habe. Also muss ich doch versuchen, wenn ich was Sinnvolles tun will, dann aus der Informationsfülle, die ich habe, irgendwas zu komprimieren auf ein Format, das ich dann in die Öffentlichkeit gebe, sodass der Leser in meinem Fall dann vielleicht noch 50 Links findet oder die tatsächliche Literatur, die ich gelesen habe, und sich dann sein eigenes Bild machen kann, weil ich habe nicht den Anspruch, dass ich den Leuten die Wahrheit bringe und missioniere oder jemanden überzeugen will. Ich sage nur, das ist die offizielle Einheitsmeinung, die man medial vertritt in den Leitmedien, die tatsächlich finanziell großteils usurpiert sind und gekauft oder beeinflusst sind. Und dann gibt's aber hier noch andere Informationen. Schau dir das wenigstens mal an und bild dir dann deine eigene Meinung. Weil weder von links noch von rechts oder von mir kommt die absolute Wahrheit. Ne? Also, aber je mehr Informationen man zur Verfügung stellt, desto mehr befähigt man ja den Souverän, aktiv zu werden. Oder es kommt, aber es kommt ja am Ende auf die Informationen an und also wie die Informationen gesteuert werden. Von daher würde sich für mich daraus die Frage ergeben, was ist denn guter Journalismus eigentlich? Also was ist das? Wie definiert man den guter Journalismus? Also ich möchte nochmal auf die Frage eingehen, wenn ich darf, an dieser Bitte. Stelle nach den Lösungsmöglichkeiten, nach dieser Frage ja eben, wenn das jetzt alles so ist und in diesen großen Systemen läuft, warum sitzen wir dann noch hier? Worum soll es gehen? Ich bin sicherlich nicht der Beste jetzt, um die Frage nach dem guten Journalismus zu beantworten, aber um da noch einmal drauf einzugehen, ich glaube, ein großes Problem der Medien auf allen Seiten im Moment, und ich weiß nicht, ob es nur die Aufgabe, sicherlich nicht nur die Aufgabe der Medien ist, aber auch zum Teil, dass so viele der Inhalte auf beiden Seiten, sowohl unabhängig als auch Standardmedien, in diesen großen Systemen nur berichten. Und der Einzelne fühlt sich in dem Moment einfach erschlagen. Er schaut auf dieses System, auf diese globalen Pläne, wie sie dann ja besprochen werden, und sagt, was soll ich dann noch tun? Dann kann ich mich auch zurücklehnen und mich berieseln lassen und sagen, alle machen schon, weil ich habe ja sowieso keine Möglichkeit, irgendwas beizutragen. Und die Kommunikation irgendwie auch wieder mehr in die Richtung zu legen. Wir hatten den Begriff Selbstverantwortung, Eigenverantwortung schon mehrmals heute Abend. Auch die Möglichkeiten aufzuzeigen und zu kommunizieren, was ist möglich für den Einzelnen? Wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Wo können wir hin? Und darauf ein gemeinsames Ziel wieder aufzubauen und darauf hin zu kommunizieren, den Einzelnen auch wieder mitzunehmen und eine Rolle auch zu geben und auch eine Motivation, diese Eigenverantwortung anzunehmen. Weil es kann ja schön sein, es kann ja Spaß machen, mitzugestalten. Ich denke, das ist ein Problem aktuell auf beiden Seiten der Kommunikation in den Medien. Das ist einfach so weit weg von dem Alltag des normalen Menschen ist an vielen Stellen. Weil die Zeit fehlt? Zum Teil wahrscheinlich, ja. Naja, es ist ja, also ich meine, man merkt es. Es ist also, Arbeit, ne? Es ist Arbeit. Es ist, wenn man sich wirklich also komplex informieren möchte, das haben Sie ja auch eben schon gesagt. Das schafft auch keiner mehr. Wenn ich irgendwie meinen 10-Stunden-Job habe und dann noch eine Familie und Kinder und dann soll ich irgendwie abends noch mich aus 10 verschiedenen Quellen informieren. Aber ich glaube, dass, weil Herr Regenau, Sie hatten das vorhin auch gesagt, ja, man muss sich da so ein Bild zusammensetzen und das ist ja klar, Sie sind Autor und dann ist es ja logisch, dass Sie viel lesen und dann zusammentragen, um das dann auch wieder für ihre Leser zu präsentieren. Aber ich glaube, manchmal muss ich jetzt sagen, muss man sich nicht informieren, man weiß es doch einfach. Man hat doch auch eine gewisse Intuition und man hat doch so ein Gefühl und denkt sich, ja, das ist jetzt, die reden halt scheiße. Also es ist einfach so. Manchmal hört man es und denkt sich, nee, stimmt einfach nicht. Ja, während der Covid-Krise ja vor allem gemerkt, dass gerade bodenständige Leute. Irgendwas stimmt da nicht. Die müssen keine Bücher wälzen, die müssen keine Zahlen durchgehen, Statistik. Das machen andere Leute und wenn es einen interessiert, dann sind die Informationen da, aber man hat so ein Gefühl und ich glaube auch, dass man sich darauf durchaus verlassen kann. Man muss nicht nach einem 10-Stunden-Arbeitstag unbedingt dann noch sich in jedes Thema reinfuchsen, außer man möchte es tun, selbstverständlich, steht ja jedem frei. Wir haben so viel Zugang zu allen möglichen Informationen, es ist ja eigentlich paradiesisch, ja. Wobei, also eine Sache, die ich jedem Menschen ans Herz legen würde, ist, wenn wir konsumieren, eine Sache, die Menschen in der Inaktivität gefangen hält, sind halt bestimmte negative Effekte, die Wäscheberichte dann auch immer haben. Also wenn man sich Sachen anschaut und man hat hinterher totale Angst oder das totale Gefühl,
wir können aufgeben, es hat überhaupt keinen Zweck mehr, es ist sowieso alles verloren, also Ängste, Resignation und dann die ganzen Sachen, wo die Leute sich nur furchtbar aufregen und wow und wow und dann passiert auch nichts. Also wo nur gezielt so eine negative Wirkung erzielt wird und es ändert sich nichts. Also das sind für mich oft Medien, wo ich mich dann frage, gehören die zum System? Weil die haben im Endeffekt keine positive Wirkung in irgendeiner Weise, sondern verstärken eher diese negativen Aspekte unserer Wahrnehmung, dass wir eher versinken und nichts tun. Aber das ist ja was auf beiden Seiten passiert ist. Also das passiert auch in den Alternativen. Das passiert sowieso in den Mainstreamen, auch in vielen Alternativen. Also die Angst vor dem Blackout und so weiter. Genau, da müssen wir uns ja auch an die eigene Angst vor dem Dritten Weltkrieg. So viele Kanäle, die nur noch, ja, es kommt ein Dritter. Die wollen gar nichts anderes mehr hören, als dass ein Dritter Weltkrieg kommt. Also gibt es ja auch. Ja, oder eben das andere Extrem, dieses wir suchen den Retter, wie zum Beispiel Elon Musk. Ja, da haben Sie ja auch viel drüber veröffentlicht und gesagt, das ist so. Oder es ist alles gut, wir müssen nichts mehr tun, das Licht hat schon längst gewonnen. Also diese ganzen ESO-Kanäle, die auch dazu führen, dass die Leute überhaupt nichts machen und sich eher noch einen Joint ziehen und sagen, ja, okay, ich muss ja nichts machen. Für uns, wir sind ja schon gerettet, ne? Wir werden ja schon gerettet. Das ist auch, alles, was die Leute in die Inaktivität führt, ist ja eine große Versuchung, weil ein Teil, wir haben ja auch eine gewisse Faulheit in uns, dass wir sagen, okay, wenn ich jetzt nichts tun muss, dann mache ich auch nichts. Und wenn man unterbewusst nichts tun will, sich dann bestätigen zu lassen, ja, ich muss ja auch nichts tun, ist das schon alles geregelt. Und da sind ja Leute, die haben im Hintergrund schon längst die Macht übernommen und das entfaltet sich ja jetzt nur noch und dann ist wieder alles gut. Da gibt's ja viele Kanäle, die das verbreiten. Aber trotzdem, wenn Sie es jetzt mal einstufen würden, also die Sendung heißt, machen alternative Medien den besseren Journalismus. Kann man nicht verallgemeinern, weil es gibt ja Kraut und Rüben in den alternativen Medien. Es gibt ja alles und das Gegenteil davon. Aber auch das ist ja wieder sehr verallgemeinert. Nein, es gibt diese ganzen, wie ich sagte, diese, wo man sagen könnte, esoterisch ist vielleicht auch in manchen dann ein zu umfassendes Schlagwort. Oder andere, die dann halt wirklich Negativität schüren, so viel sie können. Oder dann an Leute, die sich einfach um einen nüchternen, rationalen Journalismus bemühen. Also das. Aber wenn man grundsätzlich mal auf die Frage zurückkommt, dann. Nein, bitte. Oh, sorry. Nee, genau. Dann muss man ja erstmal die Frage, wie Sie sie stellen, Herr Lehrich, heißt, impliziert ja, dass die Leit- und Konzernmedien überhaupt noch irgendeinen Job machen. Also, dass, wenn wir den besseren Job machen als alternative Medien, würde heißen, die anderen machen ja noch ihren Job. Den sehe ich aber tatsächlich nicht, weil wenn Journalismus definiert ist, als man schreibt, was ist, ja, oder als vierte man, Säule. Man recherchiert ehrlich, ne? Und ja, klärt ehrlich auf. Man recherchiert ehrlich und bemüht sich und sagt, was ist, ja, und gibt Quellen an und macht seine Arbeit und kann auch kritische Positionen einnehmen. Das passiert ja nirgends. Also, ich sehe nur noch Werbung für und so eine Art Anwalt für staatliche Doktrinen und staatliche, also für offizielle Narrative. Ich sehe selten mal irgendwo einen Artikel, der da ein bisschen Zweifel anmeldet. Ja, und dann gab es zum Beispiel bei der Welt, da gibt es dann eine Redaktion, die sich jetzt dem Corona-Thema widmet, die ist dann ein bisschen kritisch. Wenn dann aber KBV-Daten veröffentlicht werden, heißt das nicht KBV-Daten, sondern Überschrift steht AfD-Daten. Ja, also schon wieder so ein Framing. Statt man, dass das sachlich berichtet wird über die Daten, die eigentlich das Thema sind, steht da schon wieder so oben irgendwas drin, dass man als normaler Konsument der Medien AfD-Daten lese ich nicht. Ja, will ich nichts von wissen, rechts. Also die machen ja keinen Job. Also ich sehe da gar keinen Job. Also dann lese ich lieber in den freien Medien irgendwas, wo ich wenigstens das Gefühl habe, dass die Leute sich noch engagieren, Bücher lesen, irgendeine Quelle gucken und vielleicht auch falsch liegen, ja, oder fatalistisch unterwegs sind oder ihre eigene Meinung haben, weil ich gehe ja nicht hin, lese das und übernehme dann die Meinung. Ja, also ich versuche mir aus verschiedenen Quellen eine zu bilden. Aber eigentlich ist die Frage fast schon falsch, weil die offiziellen Medien, also zumindest öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der macht keinen Job mehr außer Propagandatrompete, meiner Meinung nach. Da kommt nichts, was ich gehaltvoll finde und ich finde da auch keine weiterführenden Links, Quellen, Literatur, die mich irgendwo hinbringen. Ne? Und noch dazu gibt's halt diese grotesken Verhältnisse, dass in der Überschrift das eine steht und im Text das andere. Also das kann man dann auch nicht mehr ernst nehmen. Frau Kosobek. Ja, da ist jetzt ganz viel zusammengekommen, weil zum Beispiel jetzt diese Clickbait-Überschriften, die haben ja, da liegt ja ein monetäres Interesse dahinter.
meistens, in den meisten Fällen, genau. Dann haben wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der ist total politisch, das stimmt auch. Vor vielleicht ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, ja, das kann man doch reformieren. Mittlerweile sage ich, kann man nicht reformieren, ist nicht möglich. Trotzdem würde ich sagen, für 1-2 Euro im Monat wäre ich durchaus bereit, ein Grundgerüst an Informationen zur Verfügung zu stellen, weil ich finde jetzt zum Beispiel Inforadio Berlin-Brandenburg ganz interessant, weil die eben auch Lokalnachrichten bringen. So, das ist jetzt nur meine Meinung dazu. Ich glaube, da gäbe es auf jeden Fall eine Möglichkeit, immer noch Informationen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, der aber nicht irgendwie 18 Euro kosten muss im Monat. Ja, also da sind wir weit drüber hinweg und wie gesagt, ist nicht reformierbar. Ja. Und weil Sie jetzt sagten, die machen gar keinen Journalismus, ich würde nicht sagen, sie machen gar keinen Journalismus, weil man findet ja immer noch mal immer hier und da gute Berichte. Ja, also ich bin vielleicht dazu positiv irgendwie gestimmt, ich weiß es nicht, oder zu naiv, ist ja auch egal. Aber diese Berichte geben ja den alternativen, unabhängigen Medien ja auch das Futter. Also ohne den medialen Zustand, so wie er jetzt ist, gäbe es das alles gar nicht. Also ohne Corona hätten wir jetzt auch gar nicht diese Vielfalt, wie Sie es vielleicht sagen wollten, an alternativen Medien. Das wäre gar nicht möglich. Also als ich angefangen habe in einem sogenannten alternativen Medium, RT, was jetzt nicht so alternativ ist, es ist staatlich russisch finanziert gewesen. Also irgendwie in gewisser Weise auch Mainstream, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ganz kurz, da möchte ich gerne mal kurz einhaken. Wie stark haben Sie das gespürt? Ach so, das, also wie das jetzt russisch ist. Ja, und also außenpolitisch voll auf russischer Linie, innenpolitisch, ja, also da hat jetzt Russland nicht immer ein Interesse an irgendetwas gehabt. Aber außenpolitisch ist RT 100% auf russischer Linie, was nicht bedeutet, dass sie nicht auch konträre Meinungen in die Sendungen einladen. Das mögen die natürlich auch, aber sonst wird da natürlich die russische Haltung dann auch propagiert, selbstverständlich, ja. Würde ich schon so sagen. Ich habe jetzt gekündigt, bevor der Krieg ausgebrochen ist, also falls Sie das jetzt noch fragen wollten, deswegen weiß ich nicht, wie sich da die Berichterstattung geändert hat, aber ist ja jetzt auch nicht mehr zugänglich für die meisten Leute. Aber um da eine Klammer zu setzen, wo ich angefangen hatte, 2014, als ich bei RT angefangen habe, da gab es natürlich ein bestimmtes Angebot, also KenFM, was heute ja Apolut heißt, Nuoviso ist ja auch ein Urgestein quasi in dieser Szene, aber seither hat sich so wahnsinnig viel getan und ich würde schon sagen, dass das ja eine positive Entwicklung ist, was sich da alles so entwickelt hat, in verschiedene Medienmacher, die sich eben aus diesen Krisen heraus entwickelt haben. Nun haben wir halt diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der, ich bin jetzt hier vielleicht die einzige Marktliberale am Tisch, der natürlich total wettbewerbsverzerrend ist. Ja, so ein Ding, was 8 Milliarden Euro, 9, ich weiß es gar nicht, das ist so ein Klopper, da kann man fast gar nicht gegen ankommen. Das ist eben, das ist tatsächlich problematisch, ja. Und ist wettbewerbsverzerrend und das ist auch meine Kritik daran, natürlich. Ja. Da ist man dann schnell auf dieser philosophischen Ebene zu dem, was vorhin dann gesagt wurde, ne, über die Ohnmacht, dass man eigentlich, was tun wir dann hier noch alle? Warum reden wir dann noch drüber? Und da sieht man ja genau, und das ist nicht seit Covid erst, es ist ja seit 9-11 und auch schon davor gab es alternative Medien. Also ein relativ großer Kanal, Corbett Report, den gibt es seit 15 Jahren, der macht sehr gute, fundierte Videos und entsprechend hat immer alle Quellen drin. Der macht das schon sehr lange und der hat natürlich jetzt durch diese Krisen, durch diesen Krisenkanon, hat der das Publikum verdoppelt. Ja, das ist natürlich, das ist ein Booster für die freien Medien. Und ich würde aber nicht sagen, dass es diese freien oder alternativen Medien nur gibt, weil es eben diese offiziellen Positionen gibt. Ja, also es gab ja schon immer Menschen, die was tun einfach, ne? So wie Gunnar und ihr macht die auf der Bildungsseite was. Also die Autonomie des souveränen Individuums heißt, dass man sich selber Themen vornimmt, dass man seinen eigenen Kopf hat, dass man seinen eigenen Gedanken folgt und das einfach macht, egal was der Rest sagt. Ja? Und wenn man natürlich ständig in Angst leben muss, dass man die Gesellschaft gesellschaftlich nicht akzeptiert wird, weil im ARD kommt dies und jenes und im anderen Programm kommt das und dann, wenn ich mich da positioniere, bin ich dann der Buhmann. Ja, dann schaltet man den Fernseher einfach aus und guckt es nicht mehr und macht sein Ding. Dann kommt man aber schnell auf diese philosophische Ebene, dass man sich eben selbst ermächtigt, Dinge zu tun, naja, dass einem das einer vorbetet. Ja, ohne dass wir uns jetzt selbst auf die Schultern klopfen wollen, aber ich habe es auch schon mal kurz bevor die Sendung gestartet ist, auch dem Publikum gesagt, so ist ja auch dieses Projekt entstanden, genau. Und es ist eben mit dem Publikum möglich. Ohne das Publikum und ohne die uns unterstützen, wäre das hier nicht machbar. Ja. Aber das ist eine Form von Selbstermächtigung, zu sagen, wir möchten gerne irgendwie einen Beitrag dazu leisten, damit man sich eben plural in
informieren kann. Ja, weil sie irgendwie angetrieben sind und motiviert, so wie ich diesen kleinen Blog angefangen habe und jetzt lesen das irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend Leute und es hat irgendeine Reichweite, ist doch toll. Also damit bewegt man was, ja. Also von daher, diese Ohnmacht, die kann ich nicht empfinden. Dann, man muss ja nicht Teil dieses Systems sein. Das natürlich haben wir jetzt in dieser freien Szene eher wenig Chancen, eine Airline oder eine große Bank zu gründen. Ja? Also die Infrastruktur, da wird es dann schwierig, sich da zu empowern. Aber zumindest bewegen kann man doch was. Ja? Also und zum Beispiel, indem man nicht mitmacht und was boykottiert. Dann zahlt man halt nicht mehr per PayPal, sondern halt, wenn es geht, bar. Dann, wenn das genug Leute machen, ist das Geschäftsmodell kaputt. Also man kann schon was bewegen. Die Ohnmacht empfinde ich nicht. Apropos. Ja. Oder ihr mit der Bildung. Apropos Geschäftsmodell, das wäre auch ein sehr wichtiger Punkt für mich, wo eben auch diese Wettbewerbsverzerrung gerade angesprochen wurde. Und Sie haben ja auch diesen Punkt angebracht, ohne das Publikum würde es Fairtalk hier nicht geben. Und dieses riesige Problem, und das kenne ich eben auch aus meiner Zeit im Symposium, wo wir angefangen haben, und wir haben von Anfang an, habe ich gesagt, es muss ein betriebswirtschaftlich funktionierendes Modell sein, das sich selbst tragen kann. Und ich wurde kritisiert ohne Ende von vielen Seiten, die gesagt haben, warum sollen wir dafür zahlen, dass überall gibt es auch was anderes umsonst und wieso macht ihr das nicht? Und es ist dieser Punkt, dass wenn ich in einem Kundenverhältnis bin und selbst wenn es nur diese 1-2 Euro sind, wenn ich in einem Kundenverhältnis bin und diese Verantwortung habe und im Gespräch mit den Leuten bin und das Feedback erhalte und dadurch auch lernen kann, aber eben auch die Verantwortung habe zu liefern, genauso wie ja hier Fairtalk auch, wenn das alle hier, sie wären nicht da, wenn sie nicht an Jens Lehrich, die Arbeit und so weiter glauben würden. Und das wird einfach bei den Öffentlich-Rechtlichen im Moment von oben einfach aufoktroyiert. Das sind die Medien und niemand hat irgendwie eine Entscheidung da drin. Wenn man das Ganze jetzt anders aufbauen würde und man auch mehr natürlich eigene Wahl da drin hätte, sich die eigenen Medien noch auszusuchen und man in diesem Wettbewerb auch tatsächlich ist, nicht nur um die Klickzahlen zu bekommen, sondern wenn es auch wirklich, wenn die eigene Existenz und die eigene Familie an der Arbeit natürlich auch dranhängen, wie es für die meisten Leute hier in diesem Raum auch so ist, ich denke, dann ergibt sich auch ein ganz anderes Spielfeld, wenn auf einmal diese Verantwortung da ist, für die Leute auch wirklich liefern zu müssen. Ja, ich würde Anne Will und Maischberger auch gerne im Wettbewerb auf dem freien Markt sehen. Ja, das wäre wirklich ein ganz, ganz interessantes Projekt. Ich glaube, es wäre für uns alle erkenntnisreich, um zu sehen, okay, wollen das so viele Leute sehen, dass so eine Produktion sich weiterhin hält? Oh, interessante Erkenntnis. Also will man das ja doch sehen. Und auch die vielen anderen Programme, die uns servieren, von denen bestimmt nicht alle schlecht sind, wie dem auch sei, Geschmackssache, aber wäre ja interessant, um zu sehen, ob Leute dafür bezahlen würden. Und ich fände, das wäre fair. Also Sie machen es ja auch hier. Ja. Ja, wir, wie gesagt, das ist ein Angebot und wir machen es oder wir können es so lange machen, solange dieses Angebot demokratisch angenommen wird, eben dadurch, dass es auch unterstützt wird. Und welche Wirkung das Ganze hat, ich glaube, da sind wir tatsächlich auf dieser philosophischen Ebene oder da sind wir auf der Ebene, die immer wieder auch in Selbstbestimmung und Eigenverantwortung mündet. Das ist eben das, was jeder Einzelne dazu beitragen kann, sich eben in diesem System, wenn er diese Intuition hat und sagt, hier stimmt was nicht. Irgendwas ist hier, was fühlt sich komisch an. Wie Sie es gesagt haben, man muss das gar nicht wissen, sondern irgendetwas passt einfach nicht zum gesunden Menschenverstand. Ja, da habe ich eine kognitive Dissonanz, wie auch immer man das nennt. Ja, dann wirklich auch ins Handeln zu kommen und zu sagen, ich starte jetzt etwas, aber auch eben den, naja, Mut ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest diese Initiative auch zu bringen, wie Herr Kramer das macht oder wie das eigentlich alle hier am Tisch machen, zu sagen, okay, wir gehen jetzt in die Eigenverantwortung und machen das, und gucken, wo es uns hinführt, aber sind eben auch bereit, natürlich diese ganze Kritik und all das, was ja passiert, ich meine, da können Sie auch ein Lied von singen, also das, was da teilweise einfach auch im Internet geschrieben wird, das macht ja was mit einem und das ist ja wirklich teilweise einfach bitterböse und da kann man jetzt auch, Herr Gatz, ich weiß, was Sie sagen wollen, das sind teilweise auch Bezahlte, die das machen. Ja, da gibt's sicher alles Mögliche, auch Leute, die einfach nur Spaß kann man ja, also so einen seltsamen Spaß dran haben, anderen morbider Spaß. Ja, und trotzdem, man muss ja erstmal diese Bereitschaft mitbringen und sagen, ich starte jetzt was. Aber wenn das immer mehr Menschen machen würden und sagen, jeder trägt das bei, was er oder sie beitragen kann, dann würden wir, glaube ich, schon
in 2-3 Jahren ganz anders dastehen. Also raus aus dieser Position Kaninchen vor der Schlange. Und das ist ja eigentlich auch der Grundgedanke einer Demokratie. Demokratie heißt ja nicht, dass ich eine Zentralregierung habe, die über 84 oder 85 oder 200 Millionen Menschen bestimmt wie in Amerika, sondern dass ich kleine Einheiten habe. Und das bildet sich eben zum Teil noch in der Schweiz ab. Wenn ich dann eine Landsgemeinde habe, wo dann auf dem Dorfplatz wird da per Handzeichen abgestimmt, am Sonntag. Dann sehe ich auch, ist das eine Mehrheit oder ist das keine? Ja. Habe ich verloren? Okay, Pech, war wirklich die Mehrheit. Ja? Nicht meine Position vertreten. Das ist, finde ich, sehr demokratisch. Oder ich kann Einfluss nehmen über Referenden auf Gesetze. Wenn ich in Deutschland irgendjemandem von den Spitzenpolitikern oder den Parteien was von Volksbegehren erzähle oder von Volksabstimmung, die scheuen das wie der Teufel das Weihwasser. Also können sie nicht so demokratisch sein. Da ist mir irgendwie, fehlt mir dann da das Engagement. Weil man könnte sich ja am Nachbarland ein Beispiel nehmen, wo das ganz anders läuft und wo auch die Covid-Krise ganz anders lief und wo man RT noch sehen kann und nichts zensiert wird. Das läuft da irgendwie anders und das sind nur ein paar hundert Kilometer. Ne? Also mir dann hier immer irgendwas, wenn ich mir dann im Öffentlich-Rechtlichen immer anhören muss oder von Herrn Scholz, wie er die Demokratie lobt und verteidigt, dann finde ich das nur noch grotesk. Dann, das klingt für mich wie Switch Reloaded, also irgendwie eine Comedy-Sendung. Es ist Comedy. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist dann schwer ernst zu nehmen und da erwarte ich dann eigentlich, wenn es eben Medien gibt, auch Öffentlich-Rechtliche, die waren ja nicht mit jedem Kanzler nett. Ja, und haben nett berichtet, da wurden auch Skandale aufgedeckt früher. Oder es wurde sich gefetzt. Das passiert ja nicht mehr. Aber wo, Herr Gatz, ist uns das verloren gegangen? Da müsste ich jetzt auch wieder dieses größere Bild aufmachen. Also was wir im Grunde brauchen, ist ein Gleichgewicht von, was ich negative Aufklärung nenne und positive. Also die negative Aufklärung, die aufzeigt, was falsch läuft und welche Kräfte dahinter sind, welche Interessen dahinter stecken. Und da kann man, wenn man dieses große Bild aufmacht, wie ich gesagt habe, schon über Jahrhunderte, dann leben wir seit über 600 Jahren mit einem Geldsystem, das fortlaufend, wirklich von nicht nur von Jahr zu Jahr, dann von Jahr zu Jahr und auch von Jahrhundert zu Jahrhundert das Vermögen immer weiter von unten nach oben verteilt hat und immer zentralere Strukturen geschafft hat, im Wirtschaftlichen und dann in der Folge auch im Politischen. Und diese Umverteilung des Vermögens der ganzen Menschheit von unten nach oben, das ist an einem Punkt, dass mittlerweile der Mittelstand weltweit so zusammengeschrumpft ist, dass die jetzt durch die Pandemie und seither so diesen finalen Angriff machen, das, was noch an Mittelstand da ist, auch noch kaputt zu machen und so, dass wir dann komplett abhängig sind von den Konzernen beziehungsweise von der Regierung. Wenn wir eine Mehrheit haben von Menschen, und das ist das, worauf das Ganze, was läuft, wirtschaftlich hinausläuft, die abhängig sind vom Staat, weil ihre Jobs kaputt gemacht wurden, was jetzt unter anderem auch die KI macht. Also ich habe 28 Jahre als Übersetzer gearbeitet. Also die künstliche Intelligenz. Ja. Der Übersetzerjob ist mehr oder weniger tot, weil die KIs das machen mittlerweile. Also wir dürfen noch lektorieren, teilweise. Und so gibt es mittlerweile, allein dieses Jahr hat die KI solche Fortschritte gemacht. Das ist auch Sachen, wo Elon Musk mit angibt, hat eine Firma gegründet. Die werden Architekten, Ingenieure, die werden das alles überflüssig machen, weil die KI viel besser ist. Das heißt, die schaffen um uns eine Welt, einen goldenen Käfig oder eine goldene Zeit, die ganz komplett von Maschinen gemacht wird, wo wir Menschen vollkommen überflüssig werden in der Mehrzahl und dann da reingelockt werden mitzumachen, weil man uns sagt, ja hier, ihr werdet hier versorgt, ihr müsst nichts mehr tun, macht hier nur eure Unterschrift und dann läuft das alles ganz toll. Und das ist ja genau das, wo wir unsere Freiheit verlieren und dann die totale Sklaverei haben, wenn das durchgeht. Und das klingt jetzt aber nach Panikmache, Herr Gatz. Das mag sein, das sind deren Pläne. Ich sage ja nicht, dass wir dem ausgeliehen. Das ist jetzt die negative Aufklärung. Da läuft dieser Plan und die hängen ja komplett davon ab, dass wir mitmachen. Und wir haben ja unfassbar viel Macht dadurch, dass wir sagen, nö, mach ich nicht mit. Machen wir nicht mit. Machen wir nicht. Ne? Ich meine, ja, ihr wollt, dass ich eine Maske trage, mache ich nicht. Und ihr wollt, dass wir uns impfen lassen, mache ich nicht. Die kriegen totale Panik, wenn so viele sich nicht impfen lassen, wie wir ja sehen. Und darüber hinaus dann zu sagen, okay, die haben jetzt dieses Ziel, die steuern dahin. Und das sieht man in der Welt, dass alles noch zentraler und noch zentraler werden soll, dass wir überhaupt nichts mehr zu sagen haben. Und uns dann zu sagen, okay, welche Alternative,
Wirklichkeit bräuchten wir, um was ganz anderes zu gestalten, was ganz anderes aufzubauen. Und da sehe ich letztlich... Da muss ich einmal kurz dazwischen. Ja. Die andere Seite, auch wenn ich diesen Begriff nicht so gerne mag, ja. Mir fällt noch gerade kein besserer ein, ja. Wird doch jetzt sagen, das ist alles Verschwörungstheorie. Das kann man immer sagen, ja. Man kann aber auch die Daten sehen, politisch und wirtschaftlich, was läuft, und sich die Arbeitslosenzahlen anschauen und sich die Verarmung anschauen und die Pleiten anschauen von mittelständischen Unternehmen. Man sieht, dass das, und es ist nicht nur in Deutschland, es ist eine weltweite Entwicklung, dass der Mittelstand massiv zerstört wird und das ganze Geschäft, das sich auf viele, viele mittelständische Unternehmen verteilt hat, das wandert zu einem Elon Musk, das wandert zu Amazon. Die haben, ich weiß nicht, was für Wachstumsraten im dreistelligen Milliardenbereich oder Billionenbereich gehabt. Was die an Mehrgeschäft haben, durch mittelständische Unternehmen, die kaputt gemacht wurden, die platt gemacht wurden. Das ist die Entwicklung. Aber da würde ja wieder jetzt jemand sagen, das war ja das Virus und das ist nun mal gekommen, da konnten wir alle nicht. Also ich will jetzt gar nicht so sehr in die Corona-Diskussion einsteigen. Ich will einfach nur, was mir ja wichtig ist, ist die wirtschaftliche Aspekt davon. Ja. Das Ganze hat ja eine wirtschaftliche Auswirkung und die ist nicht zufällig. Die ist ja geplant und beabsichtigt gewesen. Wenn man sieht, wer gewinnt dann und so gigantisch dazu gewinnt, dann kann man auch davon ausgehen, dass die das geplant haben und so wollten. Die wollten diese Gewinne, die wollten diese Zuwachse an Reichtum und an Marktanteilen, die bekommen haben. Und die ganze Entwicklung geht ja weiter. Wer sind die? Die Hochfinanz, die Leute, die das Geld kontrollieren. Der Club der Superreichen. Und das ist ja die Verschwörungstheorie. Alles andere, Herr Gartz, was Sie sagen, also Mittelstand oder auch Zentralisierung von Macht, das ist ja faktisch schon so, kann man sich ja angucken. Also das ist ja wahr. Also ich würde sagen, da ist es der gesunde Menschenverstand, der sagt, wenn da eine Entwicklung ist, von der ein ganz kleiner Club von Menschen profitiert, zu sagen, dass die da nicht einfach nur rumsitzen und das dankend annehmen, dass das so ist, sondern dass die das auch absichtlich entsprechend steuern, dass das so passiert. Ich denke, das ist ganz klar, dass die darauf achten, dass ihr Vermögen und ihre Macht weiter anwächst, dass die das gezielt anstreben. Und man sieht ja eine Sache, ich meine, wir wollten jetzt nicht über die Pandemie, aber eine Sache, die man an der Pandemie sehen konnte, ist, dass das global gleichgeschaltet war. Die haben alle mitgemacht. In der Pandemie konnte man sehen, dass es eine zentrale Kraft gibt auf der Erde, die versucht, hier die totale Kontrolle über die Menschheit. Also jetzt die WHO, meinen Sie? Das ist auch nur ein Werkzeug. Die Leute, die... Die WHO finanzieren. Bill Gates. Nach dem Motto, follow the money. Follow the money, Bill Gates. Aber hinter Bill Gates sind ja auch noch andere Leute, die noch viel reicher sind als der. Und Hochfinanz, ich nenne es immer Hochfinanz, das sind die Leute, die einfach das Geld kontrollieren, die Zentralbanken kontrollieren und die Konzerne kontrollieren und die einfach das Vermögen auf dieser Erde kontrollieren. Aus deren Perspektive ist das, was wir noch an Mittelstand haben, das ist Konkurrenz. Und zwar eine Konkurrenz, die nicht haben wollen. Wo die sich überlegen, wie machen wir diese Konkurrenz platt? Dann sind nur noch wir da, alle sind von uns abhängig. Und das nennt sich totale Macht. Das ist deren Ziel. So, das ist die negative Aufklärung. Und die positive ist, zu sehen, dass wir dem nicht ausgeliefert sind. Und zu erkennen, also das, was ich anstrebe mit einer ganzen Reihe von Leuten, die auch daran arbeiten, ist, dass wir schauen, wie können wir eine parallele Wirtschaft aufbauen, die ohne das Geld der Hochfinanz auskommt und ohne Abhängigkeiten vom Staat. Und das ist ja, wir sollen ja abhängig gemacht werden vom Staat und von diesem Geld, sodass wir dann nichts mehr machen können, wenn die das Bargeld abschaffen und nur noch das Digitalgeld kommt. So, wenn dieser Punkt kommt, dass das Digitalgeld kommt, dann brauchen wir parallele Strukturen, eine wirtschaftliche Vernetzung von genug Menschen, dass wir einen Markt schaffen, wo Lieferketten entstehen, die ohne das offizielle Geld klarkommen. Und da sehe ich die eine Chance, eine Realität aufzubauen, parallel, die noch existiert, wenn die da ihren Plan weiterverfolgen und irgendwann das Bargeld abschaffen. Dass wir dann an dem Punkt sind, dass wir uns versorgen können, dass wir parallele Strukturen haben und dass wir nicht mehr erpressbar sind. Das Ganze läuft ja letztlich über Erpressung. Entweder wir unterwerfen uns und machen mit oder wir werden nicht mehr versorgt.
Und aus dieser Erpressungssituation müssen wir uns freimachen und das geht. Aber es ist mehr Alternativlosigkeit als Erpressung, weil das wirkt ja immer so, als wäre alles alternativlos. Und dann kommt das genau, was Sie erzählen ist die oder erklären, ist diese Plattformökonomie. Und das ist eine Aufmerksamkeitsökonomie. Man muss nur den Leuten zuhören, von Facebook, Sean Parker oder anderen. Was ist Plattformökonomie? Eben, können Sie das nochmal erklären? Dass man im Prinzip das immer mehr konsolidiert. Ne? Der Markt wird immer stärker konsolidiert. Jedes kleine IT-Unternehmen, was man vor 10 Jahren mal kannte, irgendeine kleine Softwarebude, die hatten irgendwie ein Audio-Tool, die anderen hatten ein Video-Tool oder so ein Videoprogramm. Das wird ja alles aufgekauft. Ja? Und am Ende landet alles bei Apple, Amazon, bei Microsoft. Das ist die Zentralisierung. Oder einem der Großen. Ja? Und dann am Ende haben sie nachher 5 große Konzerne, die kontrollieren das Internet. Ja? Also das ist 99% aller Suchfragen oder 98 laufen über Google. Jetzt googeln Sie mal bei Google Klimakrise oder Klimawandel. Da geht das bis Seite 39 und obwohl unten steht, es gibt Millionen von Suchergebnissen, es ist nach 358 Links ist Schluss. Da ist nichts mehr, da ist das Internet zu Ende bei Google. Wenn ich das auf einer normalen Suchmaschine suche, finde ich wirklich Millionen Ergebnisse und auch konträre Meinungen und differenzierte Berichte. Also am Ende geht es um diese Plattformökonomie und die ist auf der wirtschaftlichen Seite, ist das Marktkonsolidierung, ja, also Zentralisierung von Macht in immer weniger Händen. Gibt es auch eine schöne Studie von der ETH Zürich von, ich glaube, 2014, die in so einem Diagramm klar darstellt, wie viele 100 Player da noch aktiv sind. Ja? Und das waren früher mal ein paar Tausend. Also das wird jedes Jahr weniger. Und durch die Covid-Krise hat sich das noch mehr zusammengeballt. Aber das Schlimmere an dieser Plattformökonomie und im wirtschaftlichen Aspekt ist, dass es auch eine Aufmerksamkeitsökonomie ist. Was wollen die Konzerne? Ihre Zeit. Die wollen 3 Sekunden auf diesem Post und auf der Werbeanzeige. Und deswegen hängen alle ständig an dem Gerät und haben eine Sucht entwickelt, ja? Also am Smartphone. Das ist der eigentliche Virus, weil das also tatsächlich messbar den menschlichen Arbeitsspeicher von 16 auf 11 Sekunden reduziert hat, seit 2007. Biologisch. Das ist also wirklich erforscht, ja, von Neurowissenschaftlern. Das heißt, Kurzzeitgedächtnis oder was heißt das? Das Arbeitsgedächtnis des menschlichen Gehirns war bis 2007 bei etwa 15, 16 Sekunden. Jetzt ist es bei 11. Gibt es ein nettes Interview mit einem Neurowissenschaftler, habe ich im, glaube ich, vorletzten Artikel bei mir verlinkt. Interview ist, glaube ich, von 2015 oder 17 sogar. Ist das relativ verlinken neu. Wir gerne, dann müssen wir uns den Link nachher mal geben. Ist auch bei chip.de, kann man auch finden, ist auch ein bekanntes Magazin, also Computermagazin. Die Zeit zum drüber nachdenken wird weniger, ne? Ja, Sie können weniger memorisieren, Sie können weniger leisten und Sie können weniger konzentrieren. Und das ist biologisch messbar, das heißt, man verblödet schlicht und ergreifend. Mhm. Und das ist der eigentliche schlimme Effekt dieser Plattformökonomie, ist nicht, dass die das ganze Geld klauen und nach oben konsolidieren oder in immer weniger Einheiten, sondern dass der biologische Effekt auf die Bevölkerung, auf uns selber, das muss man sich selbst aktiv zwingen. Ja? Man muss ein aktives Programm entwickeln, sich von diesem digitalen Kram in einer gewissen Weise zu lösen und das zu strukturieren. Ansonsten, und da komme ich noch kurz auf Ihre Frage, ansonsten bringt jedes Medienkonsumieren nichts mehr, weil wir nicht mehr in der Lage sind, das zu verarbeiten. Und da ist genau der Mensch falsch abgebogen. Das war nämlich vor 20 Jahren, hat das ein Turbo zugelegt. Nach 9/11 hat man gesehen, dass sich die Medienmacht immer stärker wirtschaftlich konsolidiert. Und dann kam die Technologie, die uns alle hypnotisiert. Ja? Und das sind Smartphones, Tablets, Laptops etc. Und wenn man es früher schon mal geschafft hat, keinen Fernseher zu haben, so wie ich habe auch keinen, ja, dann hat man ja dieses stationäre Gerät, das war aber wenigstens noch zum Ausschalten, dann ging man aus dem Haus und hat was Vernünftiges gemacht. Jetzt hat man das Ding immer in der Tasche oder hat noch einen blöden Tablet im Auto hängen oder dann kommen Leute in den Flieger, wo kein Bildschirm drin hat, bringen die ihr Tablet mit, statt dass sie eine Stunde ein Buch lesen. Das ist ja grotesk. Also der Mensch kann sich nicht mehr mit sich beschäftigen. Wenn man 10 Minuten an der Bushaltestelle oder im Restaurant sitzt, da erschlägt einen die Langeweile. Das muss man sich abtrainieren, aktiv, sonst machen die uns genau damit fertig. Das ist nämlich der Punkt, an dem wir wirklich falsch abgebogen sind. Und da bringt jede Medienlandschaft nichts mehr, wenn ich nicht mehr kognitiv in der Lage bin, das irgendwie noch aufzunehmen und zu verarbeiten. Ja. Das ist was, wo wir wenig tun können. Ne? Doch, da kann man ganz viel tun. Ja, und das ist genau das, aufmerksam machen, aufdecken. Nee, auch selbst, vorleben. Also einfach vorleben. Wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe, wo keine Barzahlung mehr erlaubt ist, dann kaufe ich da nichts. Dann gehe ich einfach in ein anderes Restaurant. Und wenn ich wenn ich online nicht bestellen kann auf Rechnung, bestelle ich auch bei dem Online-Shop nichts mehr. Dann rufe ich vielleicht sogar noch da an, wenn ich es unbedingt haben will und frage, können Sie mir das nicht per Rechnung schicken, dass ich überweisen kann oder irgendwas. Also, da muss man einfach mal konsequent sein und diszipliniert. Ist ein bisschen unbequem manchmal und erfordert ein bisschen mehr Aufwand. Aber es gibt ganz einfache Mittel. Also das Handy auf Graustufe. Und schon hat man weniger Hirnmanipulation, weil man nicht ständig die bunten Farben sieht. Dann macht man noch alle die Notifications aus, die man da kriegt. Also diese 1, 2, 3, 5 Nachrichten auf 10 Apps, wo man ständig nervös ist. Man muss gucken. Ja, wenn man das mal alles aus hat,
Der Effekt ist, dass man nämlich dann das Handy rausnimmt, das ist grau, keine roten Punkte, ist ziemlich langweilig. Wenn ich dann Lust habe, eine E-Mail anzuschauen, dann mache ich vielleicht mein E-Mail-Programm auf. Aber aktiv, weil ich entscheide, wann ich das aufmache, ich denke, ich könnte eine E-Mail bekommen haben. Und sehe nicht einen ganzen Bildschirm voll mit Zahlen, der mich wirklich triggert. Das ist nämlich der Dopamin-Shot, den die erzeugen mit ihrer Aufmerksamkeitsökonomie. Und da zählt jede Sekunde. Die wissen, was sie tun. Das sagen die selbst. Facebook-Interview Sean Parker von vor 6, 8 Jahren. Da hat er wörtlich gesagt, wir wussten, dass es die Leute süchtig macht und krank und manipuliert und verblödet. Und wir haben es trotzdem getan. Wörtlich, Sean Parker. Nicht trotzdem, sondern deswegen. Oder, nee, er sagt, glaube ich, and we still... Warte. Ich glaube, er hat gesagt trotzdem in der Übersetzung. And we still... We did it anyway, sagt er. Genau. Nee, anyway. Nämlich auch das, deswegen noch mit drin. Ja, okay. We did it anyway. Ja. Wie dem auch sei, die wussten, was sie tun. Und das ist das Ziel. Ja? Also, aber da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung, zu sagen, also ich leg's Handy weg. Da sind wir wieder da, wie Sie sagen, ein Vorbild auch zu sein. Ja, man muss es ja auch gar nicht weglegen. Man muss es nur mal vielleicht ausmachen. Einfach... Nee, auch nicht. Man muss es nur anders bedienen. Man kann sich ja zum Beispiel vornehmen, also ich versuche das zumindest halbwegs, dass ich das sage, ich gucke morgens mal kurz rein, ja, ob ich was Wichtiges habe, was ich irgendwie für die Bank oder was weiß ich, ne, da kann man ja mal eine Stunde gucken. Dann legt man das Ding aber auf die Seite und macht das andere Zeug, was man arbeitet, am Laptop, aber ohne das Handy, wenn man schreibt. Es ist nur interessant, weil ich gerade denke, auch ich habe seit 2006 keinen Fernseher mehr. Und dann kam das Handy tatsächlich. Und jetzt merke ich gerade, okay, ich habe zwar keinen Fernseher mehr, aber ich habe ständig das Handy. Es wird noch schlimmer. Genau, es ist viel schlimmer. Aber das ist genau dieser Bewusstsein, sich das bewusst zu machen. Es ist invasive Technologie. Der Fernseher war zu Hause, man hat den ausgeschaltet und ist raus, hat sich mit Freunden getroffen. Heute haben sie die ganze Zeit das Ding in der Hand und treffen sich über Zoom. Ja, oder die klauen noch alle Daten. Ja, oder nachts um 3, ich kann nicht schlafen und was mache ich? Ja, irgendwie so nach 10 Minuten mache ich das Handy. Ja, wir brauchen zurück zum analogen Leben. Ja. Das ist gesund und man muss das als Werkzeug sehen. Ich verteufle nicht die Digitalisierung per se, aber der Mensch wurde nicht ausgebildet dafür oder uns hat keiner erklärt, wie man damit umgeht mit einem Smartphone in der Schule. Aber das ist ja normal. Oder das ist ja auch menschlich, dass wir uns weiterentwickeln und dauernd neue Dinge lernen müssen. Und weil Sie jetzt gerade sagten, wir müssen zurück zum analogen Leben, es gibt kein Zurück. Es geht nur nach vorne, auf gar keinen Fall. Es geht nach vorne. Ich rede ja nicht davon, dass man Windmühlen baut. Aber es muss ein Recht auf ein analoges Leben geben. Das muss es geben, absolut. Ja. Da arbeiten Freunde an der Petition sogar. Aber ich glaube, es geht schon, ein gewisser Rückschritt ist schon möglich, eben indem wir versuchen zu verstehen, dass das... Und ich glaube, das geht wirklich nicht. Also nehmen Sie das Smartphone, das ist ein Tool und ich kann es entweder aktiv benutzen als Werkzeug, dass es mein Leben bereichert, effizienter macht und schneller, damit ich Dinge, die sonst viel Zeit brauchen, schnell erledige. Oder ich kann mich von dem Ding steuern lassen und den ganzen Tag nervös machen und Angstgefühle erzeugen lassen, was das Ding nämlich tut. Wenn ich es so benutze, wie es eingestellt ist, mit Werkseinstellungen, macht einen das psychisch fertig, das Gerät, ohne dass ich das weiß. Also jeder, der ein Smartphone hat, wird das feststellen, wenn er den ganzen Tag damit sich beschäftigt, fühlt er sich abends schlechter als ein Urlaubstag am Meer, wo das Ding im Hotelzimmer liegt. Also ich weiß schon, dass wir nach der Sendung alle mit unseren Handys bei Ihnen stehen und Sie stellen das mal neu ein. Aber ich glaube, dafür gibt es ja ein Bewusstsein, was Sie jetzt sagen, ist absolut richtig, es als Werkzeug zu erkennen. Aber wie gesagt, ich bin wirklich fest davon überzeugt, es gibt kein Zurück mehr. Also ich bin ja auch klassische Barzahlerin. Ich habe jetzt mit 35, glaube ich, zum ersten Mal eine Kreditkarte gehabt. Also wirklich, ich hänge in den 80ern, was Bezahlung anging, bis dieses Jahr. Dann war ich in der UK und habe Apple Pay installiert, weil ich ja wusste, dort erleichtert das einiges und es ist auch fast nur so möglich. Und als ich zurückkam, der Groschen ist bei mir gefallen. Ja. Ich habe gesagt, okay, das ist nicht aufzuhalten, es ist zu bequem, es ist unglaublich, wie praktisch es ist, dass ich mich bei der Metro nicht mehr mit diesen komischen Netzplänen auseinandersetzen musste. Ich musste mein Handy nehmen, rein, hat automatisch Tageskarte, falls ich mehrere Fahrten gemacht habe, ist doch geil. Muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Das will aber das Gehirn trainieren. Ich kann ja mein Gehirn auch anders trainieren. Und sage ich jetzt einfach mal, dass ich nicht Netzpläne studieren muss, um mein Gehirn zu trainieren. Aber ich habe, was die Erkenntnis für mich war, die ja wirklich aktiv Barzahlerin ist und wirklich da eher so ein bisschen in einer anderen Dekade noch festhänge, was sowas angeht, dass ich gemerkt habe, wow, das ist nicht aufzuhalten. Okay, das heißt, wir müssen gucken, wie man in Zukunft mit diesen Möglichkeiten umgeht. Ja? Also wie sehen die Regelungen aus? Gibt es ein Recht auf ein analoges Leben? Ja? Und ich glaube, das ist da, wo wir das einfach, ist wichtig, weil wir können nicht zurückgehen. Es ist wirklich nicht möglich. Ich sage es auch nicht schwarz-weiß und meine, wir müssen morgen wieder zum Festnetz oder zum Welttelefon. Aber ich sage, man muss da einfach Bewusstsein entwickeln. Ja? Und tatsächlich aber Dinge, die einfach waren früher, ne? So einen Busfahrplan entziffern. Stellen Sie doch heute mal so einen 13-Jährigen vor, so einen Busfahrplan, der da noch eine Zeit findet. So einen ausgedruckten. Oder in Magdeburg eine Tankstelle zu finden. Also ich bin gestern von Magdeburg nach Hamburg, äh,
von Hamburg nach Magdeburg angereist und die Fahrt, also die Suche nach der Tankstelle hat fast so lange gedauert wie die Anfahrt, weil ich mich aufs Navi verlassen habe und hier überall irgendwelche Baustellen sind und Weihnachtsmärkte, die dazu geführt haben, dass ich diese Tankstelle nicht erreicht habe. Und der Tank wurde immer leerer und leerer und ich sah mich schon irgendwie das Fahrzeug durch Magdeburg schieben. Soweit ist es nicht gekommen, aber da habe ich auch gedacht, das ist genau das, auch wenn wir jetzt ein bisschen vom Thema abweichen, aber das ist genau der Punkt, man vertraut darauf so sehr und es ist auch so mittlerweile in den eigenen Alltag übergegangen, dass man das Denken selbst ausschaltet und eigentlich erst dann wieder ins Bewusstsein kommt, wenn was schief geht, wie in dem Fall, wo ich denke, beim nächsten Mal werde ich mein Navi ausschalten und einfach irgendwie so wie ich es früher gemacht habe, einfach mal 2-3 Straßen rechts fahren und mal gucken, was da ist und dann finde ich auch die Tankstelle. Das trainiert ja auch den Orientierungssinn. Ne? Also ja, 45 Minuten hat es gedauert, 45 Minuten. Mit Google. Ja, wer ersetzt mir eigentlich das Benzin dafür? Herr Kramer, Ihre Bildschirmzeit, jetzt wollen wir es auch noch von Ihnen wissen. Relativ gering wahrscheinlich. Ich möchte auf einen Punkt nochmal eingehen, weil wir jetzt ja auch viel darüber gesprochen haben, was muss sich ändern, wie kann man was ändern und wie können Leute mehr auch wieder in diese Eigenverantwortung reinkommen. Und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über das Was und Wie. Wenn ich jetzt mal aus dem Bildungsbereich und ja auch, ich habe ja auch einen Coaching-Hintergrund, wo ich mit vielen Leuten über der ganzen Welt verteilt schon zusammengearbeitet habe, wo es eben darum geht, wie kann ich auch kommunizieren, damit Veränderung entsteht. Das ist ja eigentlich der Kern davon. Und was wir eben auch wissen, ist, dass Veränderung eigentlich nur noch, vor allem, ich meine, das Alter ist 25, dass ab dem Zeitpunkt Veränderung wirklich nur noch von innen kommen kann bei den Menschen. Also für Sie ab jetzt. In diesem Fall habe ich diese Deadline. Und was wir eigentlich wissen, ist, dass das Warum, ein Warum zu haben für eine Veränderung, ist eigentlich erstmal das Wichtigste. Mhm. Und vor allem dann jetzt das Gespräch darüber, okay, wir müssen mehr analog machen, dies und jenes. Aber es fehlt dann das Warum, denke ich, für viele. Und das ist für mich in meiner Wahrnehmung und in meiner Arbeit eben auch nochmal ein großes Problem dieser aktuellen Zeit. Deswegen engagiere ich mich eben mit allen Kollegen, die auch um mich drum herum arbeiten, eben in diesem Bereich auch kulturelle Bildung, weil uns auch das Menschenbild irgendwie grundlegend abhanden gekommen ist. Hier zwischendurch kam ja die philosophische Frage, wurde schon mal aufgeworfen. Und ich glaube, eine der Problematiken, die wir auch haben, vor allem für viele Menschen, die dann sagen, ich gebe auf oder ich lasse mich davon berieseln, ist schlichtweg, dass wir aktuell in Zeiten leben, wenn man dem Mainstream zuhört. Wir sind alle, jetzt mal plakativ gesprochen, wir alle schaden dem Klima, wir sind eigentlich ein Krebs auf diesem Planeten. Es wäre besser, wenn wir nicht da wären. Wir alle, jeder Satz ist nur eine Diskriminierung. Das ist Hirnwäsche, ne? Ja, klar. Und in dem Moment sind wir dann an so einem Kern, wo schlichtweg wir auch alle unsere eigene Psychologie und unsere Selbstgespräche haben. Und das ist eben auch die Veränderung, die ich selbst durchgehen musste in diesem Moment, wo man eigentlich von außen nur negativ programmiert wird und in sich selbst null Potenzial sieht. Und wenn man diesen Schalter aber umlegen kann durch die allgemeine Kommunikation, dann sind diese ganzen anderen Veränderungen, die es auch braucht, haben dann einen tieferen Kern, haben warum. Weil die Leute dann wissen, es ist nicht nur, oh, jetzt muss ich mich verändern, damit die Großen mich nicht einfach nur als Spielball benutzen können, sondern ich kann mich so verändern, damit dies und dies positiv funktioniert. Und diese Warum-Kommunikation ist, glaube ich, etwas, was aktuell absolut abhanden gekommen ist in unserer Allgemeinen. Das stimmt. Ein Begriff ist mir noch die ganze Zeit im Kopf, den Sie gesagt haben, Herr Regenauer, Hypnose, weil so kommt es mir auch vor, dieses alle sind hypnotisiert. Das und nennt sich NPC, Non-Player Character. Fremdgesteuert. Ja, genau. Ja. Oder in nein, alle, das ist auch zu pauschal. Viele, die ich kenne, ich hätte es nicht gedacht in den vergangenen 2,5 Jahren, dass Menschen, die mich viele Jahre begleitet haben, die mich kennen, so tatsächlich hypnotisiert sind, dass sie konditioniert, dass plötzlich alles, was ich gesagt habe, nur noch total bescheuert war und in irgendeine Ecke gestellt wurde und ich mich immer gefragt habe, hä, die kennen mich doch jetzt so lange, was ist denn da los? Das ist der Mr. Smith-Charakter aus der Matrix. Das sind all die Mitmenschen, die nur noch das zu einem bringen, was programmiert wurde. Und da ist ja dann irgendwann aus allen Richtungen kommt Mr. Smith. Das sind letztlich Menschen, die in Zombies, auf einer Ebene in Zombies verwandelt wurden, weil die keine wirklich eigene Meinung mehr haben und nicht mehr wissen, dass sie keine eigene Meinung haben.
Aber das sind Menschen gewesen, die mit denen hätte ich vor 5 Jahren darüber reden können. Das, schon da fand ich jetzt mal, um ein Beispiel zu nennen, Karl Lauterbach für mich fragwürdig. Also jetzt einfach von dem, was er erzählt hat. Die mir dann aber plötzlich gesagt haben, der Mann macht's genau richtig. Und ich mich gefragt habe, ich versteh's nicht. Was ist denn los mit euch? Wo ist denn die Kritik geblieben? Das ist eine Ebene von Hypnose, ja. Das ist definitiv eine Ebene von Hypnose, dass die so sind. Ja. Und Manipulation an der Stelle, Psychologie. Also da gibt es ja auch viel Literatur zu. Eben Edward Bernays dürfte der bekannteste sein, ne? Der Urvater der Propaganda, der Professionellen, und Neffe von Sigmund Freud. Also der hat da schon vor 100 Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Propaganda. Und da stehen ja die Techniken drin. Und wenn man das mal kurz durchliest oder so überfliegt, muss man ja nicht mal ganz lesen, dann erkennt man aber erstaunliche Parallelen zu dem, wie unsere Medien arbeiten und funktionieren. Und wie auch alle anderen Medien in totalitären Staaten arbeiten und funktionieren. Das ist nämlich genau die Vorlage. Also, und da sind wir wieder bei der Frage, machen alternative Medien den besseren Journalismus? Ja, also zumindest aus meiner Warte, wie gesagt, wenn ich einen Artikel schreibe und der ist 10 DIN A4 Seiten lang und ich habe da das Gefühl, ich habe jetzt 50 Quellen da reingepackt oder 70, ja, wo ich meine Informationen her habe, dann kann das jeder nachvollziehen, wie ich zu meinem Standpunkt komme. Dann finde ich, das ist handwerklich gut gemacht. Ja, das muss ja nicht jedem gefallen, man muss die Meinung nicht teilen, aber handwerklich rein vom Inhaltlichen ist alles nachvollziehbar. Man kann es prüfen, sich selber seine Meinung bilden und dann sich positionieren. Wo sehe ich das bei irgendeinem Artikel vom Spiegel oder vom Stern? Da sehe ich dann 2, 3 Links und die verlinken dann immer ihre Seiten oder also ihre eigenen Artikel. Ich weiß es nicht. Lesen Sie den Spiegel? Nee, natürlich nicht jeden Tag. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsmedium. Aber ich gucke natürlich und mache mir ein Bild, wie die arbeiten. Ne? Und da sind halt dann 5 Links. Und in der Regel zu eigenen Publikationen, also nicht das Originaldokument. Ja, wenn ich sage, die RAND Corporation hat 2019 den und den Artikel oder diesen Report rausgegeben, dann verlinke ich den RAND Corporation Artikel und nicht einen Artikel, den ich schon darüber geschrieben habe. Oder wenn ich sage, die UNESCO hat das und das in ihrem Gründungsdokument stehen, dann verlinke ich das UNESCO Gründungsdokument. Das gibt's nämlich im Internet alles bei Archive. Dann kann man das ja verlinken. Bei den großen Medien in der Regel verlinken die eigene Inhalte. Das ist intellektueller Inzest. Da ist nicht der Zug. Ich ermögliche dem Publikum nicht den Zugang zu den eigentlichen Informationen und Quellen im Hintergrund. Weil ich das Publikum schon da für unmündig erkläre, das liest ja eh keiner. Wenn ich jetzt da dieses UNESCO-Dokument oder diese RAND Corporation auf Englisch noch sogar, dann verlinke ich da so ein 250-Seiten-Dokument, liest eh keiner. Dann erklärt man den Leser schon für unmündig. Und das sehe ich nicht so. Ich versuche da die Informationen reinzupacken und dann steht es jedem frei, damit zu arbeiten oder halt nicht. Ja. Aber ich finde, das ist bessere Arbeit, als ich bei jedem großen Leitmedium die letzten Jahre gesehen habe. Also von daher würde ich sagen, wenn man das ganz plump ja-nein beantworten will, machen die freien Medien zum Großteil den besseren Job, weil die anderen machen nur noch Advokat für die Regierung oder für Konzerne. Also von daher, ich würde das mit ja beantworten. Ich würde sagen, ja, das, was einem weiterhilft, findet man bei den alternativen Medien. Ja, das war das, was man in den Mainstream-Medien findet, hilft einem nicht weiter. Das stimmt. Das, was einem zu Autonomie bringen kann mehr oder zu diesem... Schauen muss. Ne? Es gibt halt diese große Vielfalt in alternativen Medien. Und es ist halt nicht eine... Mainstream ist mehr oder weniger zentral gesteuert. Und alternativ ist genau das eben nicht. Da gibt es halt diese gigantische Vielfalt. Ne? Und genau aus dem Grund hätte ich hier heute Abend auch gerne einen Redakteur Redakteurin vom MDR sitzen gehabt. Die haben ja jetzt auch einiges, muss man sagen, habe ich mitbekommen, an Aufklärungsarbeit gemacht, auch in Bezug auf die Impfung. Von daher, also ich kann das immer nicht so pauschal unterschreiben. Ja, aber alles wie spät. Das ist wirklich sehr oberflächlich. Und es ist doch wirklich irre, wie irgendwas von einem Jahr ist Verschwörungstheorie und jetzt ist es auf einmal so Realität und du denkst dir, ja, okay, interessiert mich auch nicht mehr, weil ihr seid einfach nur spät, ihr seid einfach von gestern. Das ist halt das Ding mit den alten Medien, die sind von gestern. Das ist nichts mehr für die Zukunft. Ja, was haben wir vorhin gesprochen? Was kann Fernsehen noch? Was geil ist, Live-Produktion, das ist cool, ja. Aber das ist auch egal, ob es im Fernsehen läuft oder im Internet. Die Zeit ist einfach vorbei. Und der einzige Grund, warum dieser Riesenapparat noch am Leben ist, weil es eine Zwangsabgabe ist. Mhm. Sollten sie es wenigstens als Steuer machen, dann ist es ehrlicher. Ja, aber das ist der einzige Grund, warum dieses Riesending überlebt. Es ist von gestern, es ist vorbei. Ja. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwie in sich zusammenfällt. Das steht doch schon auf so dünnen Beinchen. Ja. Ein Skandal hier, Skandal da, wir wissen ja alle. Es ist eine Frage der Zeit.
Die zerstören sich aber selbst. Ja, dadurch, genau, das ist genau, nicht, kämpfen, das kommt nicht von uns. Das kämpfen, ist schon richtig, ja. Sie kämpfen gegen die Wahrheit, und wer gegen die Wahrheit kämpft, der zerstört sich selbst früher oder später. Sie zerstören sich selbst. Sie zerstören ihre Glaubwürdigkeit. Sie verraten ihren Auftrag, den sie eigentlich haben. Und sie werden irgendwann nur an den Punkt kommen, dass niemand mehr zuschaut. Und die berichten auch immer sehr spät, ne? Also dass hier was über die Impfnebenwirkungen oder so kommt plötzlich, das ist, eigentlich kommt das erst dann, wenn es nicht mehr tot zu schweigen oder umzuschreiben ist oder schön zu schreiben. Dann kommt irgendwie irgendwann was. Ja? Ja. Aber dass die Leute das nicht ernsthaft machen oder dass das nicht, oder dass die ihren Beruf anders definieren, zeigt die Reaktion zum Beispiel auf diesen Spiegel-Bestseller da von Rubicon. Möge, ne? Die gesamte, ja, Republik mit dem Finger auf sie zeigen, da haben Sie, glaube ich, das Nachwort. Genau, weil so vorne drauf ist halt das Zitat von Herrn Blome. Herr Blome hat diesen schönen Satz gesagt und hat dann neulich noch, als das Buch tatsächlich dann in den Spiegel-Bestsellerlisten war, beim Spiegel nochmal geschrieben, er würde sich für dieses Buch und dafür dieses Zitat auch niemals entschuldigen. Ich finde das völlig in Ordnung. Daran sieht man ja, dass es eben nicht ein Fehler war, dass das auch nicht mehr mit, da haben die überreagiert. Ja? Das ist, die machen das professionell. Das ist professionell genau darauf ausgelegt. Da gibt es ja so schlimme Zitate drin, das sind Leute, die schreiben auch gut. Da sieht man das schreiberische Handwerk, also das Handwerk ist super. Ne? So ein Satz wie der andere, es braucht nicht mehr Offenheit, sondern einen scharfen Keil, tief und fest eingeschlagen, spaltet er die Gesellschaft von den Gefährdeten, die Gefährdeten von den Gefährlichen oder sowas. Ne? Das ist von einem von der Zeit. Wenn ich sowas schreibe, dann ist das nicht Zufall. Dann, das ist auch nicht irgendwie, ich mache da mal einen Fehler oder überreagiere. Das ist schriftlich, handwerklich gut gemacht und einprägsam, sonst könnte ich mir das Zitat auch nicht merken. Und die machen das absichtlich. Ja, also das hat man zumindest bei vielen der großen Protagonisten, hat man das Gefühl, dass die jetzt auch im Endeffekt sich nicht entschuldigen oder da irgendwas gerade rücken wollen. Die versuchen, dass man das irgendwie verdrängt. Die New York Times hat geschrieben, sie fordern eine Amnestie, also eine Amnestie für die Leute, die da sowas geschrieben haben. Ja, die fordern keine Amnestie, die wollen Amnesie, dass man das vergisst und dass schnell die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Und das ist wirklich erbärmlich. Also mit dem sollte man mal sprechen, aber der verweigert sich ja auch. Ja, das also, ist genau der Punkt. Ich würde so gerne mit ihm sprechen. Nein, natürlich nicht. Wir haben ja versucht, ein paar Leute anzufragen. So wie viele andere auch. Die kommen dann einfach nicht. Und am Ende beziehen sie es darauf, dass sie sagen, wir sprechen mit Menschen, die, keine Ahnung, irgendeine Kontaktschuld auslösen, was auch immer. Und das ist so absurd, weil das, also ich meine, auch wer mich kennt, wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich ein Menschenfreund bin, immer war. Und ich Menschen liebe, jeglicher Kultur, egal woher sie kommen, egal welche Nationalität sie haben. Ich bin auch nicht stolz drauf, Deutscher zu sein. Mir ist es egal. Ich könnte auch Franzose sein oder Afghane oder was. Es ist egal. Ich habe da keine besondere, aber trotzdem wird es dargestellt, als man ist sofort rechts, man ist irgendwie, keine Ahnung, Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Antisemit. Also was haben sie auch mit Menschen gemacht, wie Susharit Bhakti zum Beispiel. Ja, also das ist doch wirklich krass, muss ich sagen. Ja. Da braucht man dann schon eben doch auch sehr viel Durchhaltevermögen und muss irgendwie bereit sein, sich diesem Gegenwind zu stellen und im Gegenwind aber dann wieder aus der Vogelperspektive zu sagen, jedes Flugzeug braucht Gegenwind, um abheben zu können. Also das ist dann wieder eher die Vogelperspektive nach dem Motto, es ist zu was gut, dass man sich dementsprechend versucht zu positionieren und eine klare Meinung zu äußern. Ich wollte nur noch, das war eben deswegen kam ich da drauf, wegen der Kernfrage. Die Kernfrage war ja, machen die freien Medien einen besseren Job? Also es ist die Frage, welchen Job machen denn diese Medien dann? Wenn Herr Foren, Herr Blome etc. sowas schreiben und nach den 3 Jahren immer noch nicht bereit sind, ihren Fehler einzugestehen, sich zu entschuldigen oder dann sogar bei Twitter noch einen Zahn zulegen und fragen, wenn sie nicht im Buch waren, wie komme ich denn in die zweite Ausgabe von dem Buch? Da hat einer das wirklich gefragt, ne? Also der war da noch stolz drauf. Dann fragt man, was machen die für einen Job dann? Ich muss mal diese Frage stellen, woran liegt das? Das ist doch, ich meine, das, ich verstehe es nicht. Niemand kann das doch wollen, dass wir in einer komplett gespaltenen, kaputten Gesellschaft leben, weil ja diese Spaltung, die, also am Anfang betrifft es nur weniger, aber es betrifft immer mehr, immer mehr. Es wird immer, also am Ende ist es ja dann egal, welches Thema es ist einfach nur noch gespalten und man darf sozusagen aufeinander losgehen. Und wenn man dann moralisch auf der richtigen Seite ist, dann hat man auch alles Recht dazu. Und wenn man moralisch nicht auf der richtigen Seite ist, dann, keine Ahnung, muss man. Aber das stimmt ja nicht, dass das niemand wollen kann. Es gibt ja Menschen, die Macht dadurch ausüben, dass sie permanent Spaltung erzeugen.
Man kennt ja den Spruch, wenn zwei sich streiten, freut sich ein Dritter. Solange man in der Demokratie, in der sogenannten Demokratie, Blöcke erzeugen kann, also mindestens zwei, die sich bekämpfen und gegenseitig neutralisieren, hast du die Masse der Energie, die nur darauf gewendet wird, der Block neutralisiert den und der neutralisiert den. Und die Leute, die diese Spaltung erzeugen können, machen, was sie wollen, weil sich die Mehrheit der Menschen, die das ganz schnell ändern könnten, wenn sie irgendwo in der Lage wären, sich zu einigen, die machen das nicht. Die einigen sich nicht, weil sie mit diesem Kampf gegen diese anderen Positionen identifiziert sind, wie wichtig der ist. Die einen halt geben ihre ganze Leidenschaft für den Kampf gegen rechts. Und du hast diese Blöcke, die dann ein praktisches Handeln nicht mehr möglich machen. Weil wenn wir die Welt positiv verändern wollen, dann brauchen wir Verbindung und Einigkeit. Das ist genau das, was du sagst, dass wir diese Lage. Deswegen finde ich das Format hier so gut. Wir brauchen das Überwinden dieser Gräben. Fair Talk. Wir brauchen das Überwinden dieser Gräben und das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten, wo man dann sagt, ja, das und das, das ist nicht so wichtig, aber die zentralen Punkte, auf die wir uns einigen können, dafür setzen wir uns dann auch zusammen ein. Und das geht nur, wenn wir diese Spaltung überwinden. Und es geht nur, wenn jeder Einzelne bereit ist, dem anderen zuzuhören. Und da liegt so ein Magazin Transform auf dem Tisch, das, ich weiß nicht, das ist etliche Jahre alt. Ich habe das damals, das ist ein junger Berliner Verlag gewesen, die haben das damals auf den Weg gebracht über ein Crowdfunding. Und der erste Titel war Empathie da, wo es weh tut. Und den finde ich sehr schön, diesen Titel, weil es genau der Punkt ist, eben auch bereit zu sein, mit Menschen empathisch zu sein, die man vielleicht auf den ersten Augenblick nicht schätzt oder mag. Und deswegen auch immer wieder die Einladung hier. Ich kann es nur wiederholen. Kommt an diesen Tisch und sprecht mit uns. Wir sind da und wir freuen uns, wenn wir hier gemeinsam Lösungen finden, weil nur so geht's. Ja. Weil man vielleicht auch unterscheiden muss zwischen den Leuten, die diese grundsätzliche Bereitschaft mitbringen, auch Gräben zu überwinden. Und den Leuten, die, wie wir eben erwähnt haben, eher wie Mr. Smith funktionieren. Also mit Mr. Smith kann man sich nicht einigen. Mit Mr. Smith kann man nicht diskutieren und kann man auch keinen Graben überwinden, weil Mr. Smith ist dazu da, Gräben zu schaffen. Im Prinzip müssten sich die diese Bereitschaft mitbringen, Gräben zu überwinden, die müssten den gemeinsamen Boden finden und sich zusammenschließen und sagen, so, wie bringen wir uns jetzt aus der Scheiße raus, in die wir alle reingeritten werden? Was machen wir jetzt? Welche praktischen Lösungen können wir zusammen umsetzen? Das hängt am Bewusstsein und es hängt daran, dass es genug Menschen machen wollen. Dass genug Menschen sich zusammenschließen und etwas unternehmen. Und das ist auch nochmal ein Appell wirklich an der Stelle an die Community, an alle, die uns zuschauen. Was ich nämlich sehr interessant finde, ist tatsächlich, wenn eine Sendung, egal welches Thema sie hat, gegen etwas geht, nach dem Motto, die sind schuld, wer auch immer, die da oben, die Politik, also ein aktuelles Thema zum Beispiel über Inflation oder über den Krieg oder über Corona, dann ballern die Klickzahlen durch die Decke. In dem Moment, wo wir konstruktiv werden, wo wir Eigenverantwortung auch ins Feld bringen, wo Selbstbestimmung, sieht man an den Klickzahlen, okay, es ist vielleicht nur noch die Hälfte der Zuschauerinnen und Zuschauer. Das finde ich ganz wichtig, auch nochmal bewusst zu machen an der Stelle, tatsächlich auch mal dran zu bleiben, wenn man vielleicht denkt, oh, ich kann ja gar nichts beitragen. Doch, es kommt auf jeden Einzelnen an. Mhm. Jeder Einzelne kann etwas beitragen und sollte etwas beitragen. Absolut. Und was man auch dringend wieder braucht, ist eine Streitkultur. Also, dass man einfach mit Leuten mal streitet. Und zwar von mir aus auch laut und emotional. Weil wenn ich mit ihnen streite, heißt das ja nicht, dass ich als Mensch ablehne. Ich bin in einem Punkt vielleicht uneinig, das steigert sich, man wird emotional, man verteidigt seinen Punkt. Das ist ja gut, ja. Also dann, das hat einen katalysierenden Effekt. Mittlerweile ist ja aber so, dass laut sprechen an US-Universitäten als Mikroaggression gilt. Wie soll ich denn da diskutieren? Oder mit jemandem streiten und zu einem Ergebnis kommen, wenn ich nicht mal laut reden darf? Der Professor wird rausgemobbt, weil er laut spricht. Das ist kein Witz, das ist tatsächlich so. Ne? Also das gibt es in vielen US-Universitäten. Ist man so weit, dass Lautsprechen ist Mikroaggression? Und hier sieht man ja auch, wenn man mit Leuten spricht und verwendet irgendwie den falschen Begriff,
dann ist man unten durch. Ja, dann heißt das, man wurde angegriffen. Worte sind keine Gewalt. Ja? Also solange ich nicht justiziabel was sage, was wirklich irgendwie jemandem ein Mordaufruf ist, ja, dann kann ich im Prinzip einmal sagen, was ich will und kann streiten, auch laut und emotional und mit der Person trotzdem nachher noch was essen gehen. Wo ist denn da das Problem? Und wir haben völlig verlernt, habe ich das Gefühl, zu streiten. Also die Leute wollen nicht streiten, so ein Blome oder so. Ne? Der zieht sich raus, der macht sein Ding. Aber jemand, der tatsächlich seinen Punkt vertritt und das ernst meint, der würde ja kommen und streiten. Ja? So wie Gunnar Kaiser mit vielen Leuten auch diskutiert oder sogar einen Talk gemacht hat mit jemand, der komplett gegensätzlicher Meinung war und dachte, es gibt keine Technokratie, während er den Standpunkt vertritt, es gibt eine oder wir sind auf dem Weg dahin. Das müsste man eigentlich haben. Streitgespräche, ja, richtig mit Power. Und dann danach geht man ein Bier trinken. Das wäre eine gesunde Debattenkultur. Stattdessen muss alles immer auf diesem Wohlfühl, dass ja niemand emotional angegriffen ist. Ja, so kommt man ja nirgends hin. Also ja, Streitkultur und auch eine Fehlerkultur. Also auch wieder genau, Fehler auch, machen, ja. So nicht alles so im Vorfeld schon gucken, dass es möglichst gar nicht erst eintritt. So dieses überversicherte und übervorsichtige. Das übermoralisierende, und, dogmatische, dass man schon gar nichts mehr sagen darf. Ja, also das ist... Und das stimmt ja dann auch, dass das spaltet die Gesellschaft an jeder Stelle. Ne? Das ist wie eine Glasscheibe, wo ich einmal drauf haue, dann spalte ich sie in links, rechts, dann kommen immer mehr Schläge und irgendwann habe ich nur noch Splitter. Und dann finden alle Elon Musk doof oder gut, dann habe ich nochmal irgendwo eine Echokammer erzeugt und aus diesen ganzen Echokammern werden nachher Angsträume und mit Angst kontrolliert man super. Also wenn ich irgendwie der Kaiser bin, will ich, dass mein Volk Angst hat und sich streitet, weil dann habe ich ganz wenig Arbeit und meine Ruhe. Das ist ganz einfach, das war im Mittelalter auch schon so. Herr Gatz, Sie wollten noch was sagen oder passt das jetzt nicht mehr dazu? Doch, also im Prinzip fängt es ja schon. Es gibt in unserem Grundgesetz das Subsidiaritätsprinzip. Das kann man mit zwei Bier nicht mehr aussprechen. Das ja, ich habe zum Glück keine zwei Bier getrunken. Das war vorher Streit. Ja, aber es geht ja darum, wenn Gemeinden ihre Probleme lösen können und wenn Gemeinden so funktionieren, dass das wirtschaftliche plus öffentliche plus soziale, dass das alles läuft und keine größeren Probleme da sind, dann gibt es keinen Grund, irgendeine Macht von der Gemeinde nach oben zu delegieren. Ja, und dann geht es aber, dann haben wir in Gemeinden Probleme, die nicht mehr lösen können, dann geht es auf die Landesebene und dann geht es auf die Bundesebene, dann geht es von der Bundesebene nach Brüssel. Und es hängt alles nur daran, dass auf den unteren Ebenen die Menschen nicht mehr miteinander klarkommen. Und das ist ja das Bewusstsein, das wir brauchen, dass wir auf den kleinen Ebenen, auf der Gemeindeebene eine Kultur schaffen können. Und das liegt ja dann auch an jedem. Das ist dieses Dezentrale und Lösungen zu schaffen, die eher klein sind und nicht für alle gleich. Auf der Ebene Probleme zu lösen, dass man eben nicht sagt, ja, das muss jetzt mal jemand von oben regeln. Mhm. Die Leute schreien ja immer direkt danach, ja, das muss jetzt mal jemand in Berlin regeln. Nein, das sollte niemand in Berlin regeln, das sollten wir alles selber regeln. Mhm. Auf der Basisebene. Und selber die Verantwortung übernehmen und selber schauen, wie können wir das Problem lösen. Wenn wir das schaffen auf den Gemeindeebenen, dann ist die Macht auch bei uns. Das liegt letztlich an der Integrität und an der Kreativität, Probleme zu lösen. Wenn wir das hinkriegen, dann ist die Macht auch wieder unten. Und dann gibt es keinen Grund von oben zu sagen, da müssen wir jetzt streng kontrollieren und die Freiheitsrechte eingrenzen, damit die sich nicht gegenseitig fertig machen. Das ist ja die Hauptreligion, die vorangetragen wird, ist ja die Religion, dass der Mensch böse ist. Das ist das Haupt, was die uns, dass wir den Glauben an das Gute im Menschen verlieren. Und das ist das Höchste, was wir uns nicht nehmen lassen dürfen, den Glauben an das Gute im Menschen, dass es möglich ist, dass wir uns so mit anderen verbinden, dass wir eine gute, schöne Welt erschaffen können, so wie wir uns die wünschen können. Und wenn wir das Glauben, dass bei all dem, was da verbreitet wird, an Negativität, an Kriminalität, an so weiter, ja, und dass sie uns einreden, ja, wenn wir nicht harten Gesetzen unterworfen werden, dann werden wir die Umwelt zerstören, dann werden wir den Planeten zerstören, auf dem wir leben. Das ist ja alles Glaubenssache. Das ist ja Glaube, dass der Mensch, wie war das, ein Virus auf der Erde ist, sprich böse ist, und dass der Mensch beseitigt werden muss, damit wir die Erde nicht kaputt machen. Das ist alles die Religion, dass der Mensch böse ist. Und das ist die zentrale Religion, die wir ablehnen müssen und die wir die wir aufdecken müssen und die Energie entziehen müssen.
Und an der Stelle bringt Politik nämlich dann auch noch was, wenn man das im Kleinen macht. Dann hat man auch einen Effekt, wenn man sich engagiert. Ne? Was denn? Politik an der Stelle, in der Gemeinde, ja. Da bringt das auch noch was. Dann ja. Sehe ich einen Effekt, wenn ich da was mache. Ja. Oder wenn ich einen eigenen Kanal eröffne und ja. Sage, ich teile das neue Wissen mit der Welt. Sie haben ja jetzt auch, nachdem Sie bei AT raus sind, Ihren eigenen Kanal. Nach welchen Kriterien gehen Sie da vor? Interessen. Nach meinen Interessen, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe es als riesengroßes Privileg, mich nicht mehr an den Nachrichten entlanghangeln zu müssen, weil das ist wahnsinnig stressig und manchmal auch total uninteressant. Also alles immer, was Sie jetzt eigentlich auch gerade sagt, ne, wenn die Überschrift Krieg, Blut, übertrieben gesagt, wenn da sowas drin steht, dann klickt jeder drauf. Und wenn irgendwie was anderes, was Erbaulicheres aus meiner Sicht drin steht, dann klickt da niemand drauf. Und das ist ein Grundprinzip auch, if it bleeds, it leads. Ja, also wenn es blutet, dann ist es die Schlagzeile, weil man eben auch die Aufmerksamkeit erhaschen möchte und das meistens halt mit solchen Sachen besser geht. Das ist wahrscheinlich auch irgendwas bei Menschen, dass wir einfach irgendwie so gepolt sind, dass uns das dann mehr interessiert. Aber ja, ich gehe nach Interessen vor, also was ich interessant finde in dem Moment. Und ich glaube, ich versuche auch, diese Themen, auch über die wir hier sprechen, ja, einfach so zu normalisieren, dass es normal ist, sich darüber Gedanken zu machen. Es ist normal, Karl Lauterbach komisch zu finden oder es ist normal zu sagen, nö, ich finde eine Impfpflicht nicht so sinnvoll, weil ich möchte nicht, dass der Staat über meinen Körper bestimmt. Eigentlich war das ja Konsens. Das finden wir doch eigentlich alle irgendwie gut. Also das müsste man auch als Staat gut finden und eigentlich sagen, ist doch toll, wenn Bürger eigenverantwortlich sind. Ja, ne? Dass der Staat das vielleicht nicht so gut findet in einer sogenannten Gesundheitskrise, ist vielleicht ein anderes Thema, aber ich möchte einfach... Ich meine grundsätzlich auch diese Verantwortung zu übernehmen für die eigene Gesundheit. Ja, das sehe ich in Deutschland anders. Ich glaube nicht, dass der Staat in Deutschland großes Interesse an Eigenverantwortung hat. Und weil Sie das eben auch meinten, man ruft immer nach dem Staat. Also es ist wirklich irre, wie... Egal welches Problem, der Staat muss es regeln. Ich denke mir manchmal, man regelt dein Problem selber. Ja, also es muss nicht immer der Staat der Adressat sein. Aber das ist wirklich bei uns auch ein bisschen einprogrammiert, würde ich sagen, dieser Etatismus. Ja, der ist so tief drinne. Was ist Etatismus? Ja, dass man der Glaube an die Staatsgläubigkeit. Ja, dass der Staat alles regeln muss. Ich sage ja selber, ich bin Anti-Etatist, auch natürlich, um damit so ein bisschen überhaupt den Raum mal aufzumachen, dass man auch anders denken kann. In Deutschland ist das ja schon fast. Da ist man ja fast schon verfassungsrechtlich relevant, die Legitimierung des Staates. Ja, Obacht. Aber in Amerika ist das zum Beispiel eine ganz normale Denkschule. Ja, also Small Government zu sagen, ja. Okay, der Staat hat ein paar Aufgaben zu regeln, aber eben nicht alles. Und ich finde auch, dass man da mal so, dass Menschen überhaupt verstehen, dass man so denken kann. Also das gibt es, das existiert, auch wenn es vielleicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder in den anderen Medien eigentlich nicht stattfindet oder eher als so wie so ein Fremdkörper wahrgenommen wird, dass das auch normalisiert wird, dass es solche Ideen gibt und dass man die auch irgendwie so ein bisschen in den Diskurs mit reinbringt. Und dann vielleicht meine Rede hier abzuschließen. Man weiß ja auch nie, das, was wir jetzt hier machen, ne, ob jetzt mit Ihren Artikeln oder Ausarbeitungen, Büchern und Ihrem Bildungsangebot, man weiß ja nie, was das in 10 Jahren bedeutet. Das können wir heute überhaupt gar nicht fassen, wie sich das alles entwickeln kann. Und deswegen würde ich sagen, nichts ist für nichts. Ja. Der Stein, der ins Wasser geschmissen wird und dann Kreise zieht. Ja. Ja, wenn wir jetzt auf diese Ebene wollen, ja, aber wir können es nicht wissen. Und deswegen einfach weitermachen und mit gutem Gewissen und oder mit den besten Absichten. Ja, mehr kann man auch nicht verlangen von den Leuten. Und dann wird sich schon zeigen, was am Ende dabei rauskommt. Ich bin optimistisch tatsächlich, irgendwie komischerweise. Ja. Das ist schön. Ja. Ich bin auch optimistisch. Ja. Herr Gartz, auch optimistisch? Ja, es kommt. Oder jetzt wieder. Nee, sowieso. Ja. Sowieso. Es kommt drauf an, dass Menschen wieder das eigene innere Wesen finden und damit verbunden sind. Und da ist ja, wenn man eine Ebene sieht, wird ja unheimlich viel gemacht, gerade über die Digitalisierung etc., dass Menschen sich mit allem beschäftigen, nur nicht mit ihrem eigenen Innern. Und da sind ja eigentlich die ganzen Schätze im eigenen Innern, die wir finden können. Und wahrscheinlich ist das jetzt nicht der, aber es gibt ein Märchen, das das sehr schön erklärt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ja, bitte. Schneewittchen. Ja? Mhm. Schneewittchen ist ein Symbol für unser spirituelles Selbst.
Und ich kürze das Ganze ab. Da gibt es die böse Stiefmutter, also die Mutter stirbt, das ist immer der Verlust der Verbindung zum eigenen wahren Selbst. Das ist der Tod der Mutter im Märchen. Das ist der Super-GAU, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Mutter stirbt, also dass wir die Verbindung zu unserem eigenen wahren Selbst verlieren. Und dieses eigene wahre Selbst, das ist Schneewittchen. Und die Stiefmutter ist dann praktisch all das Trennende, was von der Wahrheit getrennt ist, letztlich, was man sagen könnte als Ego, das ich will Macht, ich will Kontrolle, ich will diese Ego-Kräfte. So, und was die machen, ist, die böse Stiefmutter geht zu Schneewittchen hin und schenkt ihr ein Kleid und schnürt sie zu und zu, bis sie keine Luft mehr kriegt, und dann ist sie auf dem Boden. So, das ist genau das, was wir eben sagten, dass die Kräfte, die Ego-Kräfte, die versuchen, über andere zu herrschen, die versuchen zentral, permanent, uns von unserem wahren Selbst, unserem eigenen wahren Wesen zu trennen. Und das ist im Gegenzug das Einzige, was wirklich wichtig ist, dass wir unser eigenes wahres Selbst finden als Mensch. Und dann kommt alles andere, kommt nach. So, das Luftabschnüren, Luft oder Atem ist ein Symbol für den natürlichen Rhythmus. Und der wurde ja gestört, das hat angefangen mit der Industrialisierung, also mit der Verbreitung von Maschinen, Computern, Robotern und zur aktuellen Digitalisierung. So, das sind alles Dinge, die letztlich gemacht werden, uns von uns selber wegzubringen. Und was das Märchen zeigt, die sieben Zwerge kommen, das sind dann die Chakren, also die spirituellen Möglichkeiten, die wir auf den verschiedenen Ebenen haben. Es ist möglich, mit dieser technisierten und digitalisierten Welt zu leben, diese Dinge zu nutzen und aber auch wieder spirituell zu erwachen und diese eigene Verbindung zu haben. Das ist das, dass die Zwerge Schneewittchen aufwecken können wieder, obwohl die zugeschnürt war. Und dann als nächstes kommt der vergiftete Kamm. Sie kommt mit dem vergifteten Kamm. Haare sind ein Symbol für das, was über den Körper hinausgeht, also für das Spirituelle. Und ein Kamm ist das, was das Spirituelle oder Geistige ordnet und sortiert. Also letztlich alle Religionen, alle Ideologien, die eine bestimmte Ordnung in die Weltsicht bringen. So, und wenn er vergiftet ist, heißt es, dass da Ideen drin sind, die uns wiederum von uns selber wegbringen. Also das sind in den Religionen die ganzen Vorstellungen von Sündhaftigkeit und Schuld. Und jetzt in Ideologien wie Marxismus dann, dass man nur auf eine bestimmte Weise die ganze Welt strukturieren muss und alles andere muss weggemacht werden. Also das ist dieses Gift im Kamm. So, aber auch da kommen die Zwerge wieder, holen den Kamm raus und sie kann wieder leben. Das heißt, wir können auch lernen, diese Dinge wahrzunehmen und uns eben nicht damit identifizieren, beziehungsweise auch, sagen wir jetzt als Christ, hinzugehen und die Werte zu nehmen, aber die Dogmen wegzulassen, die so giftig sind. Und dann kann man auch damit leben. So, das ist der zweite Bereich. Und der dritte Angriff, der dann kommt, ist mit dem vergifteten Apfel. Und ein Apfel ist ein Symbol für Vergänglichkeit. Und vergiftete Vergänglichkeit ist letztlich ist der totale Materialismus. Also das, was eigentlich verbreitet wird über Hollywood seit den 60er Jahren. Also mit sexueller Revolution und dann totalen Materialismus, Konsumerismus. Es geht nur noch um, was können wir uns alles leisten und totale Verhaftung der Sinne nach außen und totales Verschwinden in der Außenwelt. So, wenn da die Zwerge wiederkommen, können sie sie nicht wiederbeleben. Die ist dann tot. Das heißt, wenn einmal so ein totaler Materialismus verbreitet wurde, dass das Spirituelle tot ist, dann ist es sehr schwer, das wiederzuerwecken. Es gibt so viele Menschen, die versuchst denen vom Geistigen zu erzählen, von ihrem innersten Wesen, das sie finden müssen. Die schauen dich nur an und die verstehen null von dem, was du sagst, weil es einfach tot ist. Durch diesen ganzen totalen Materialismus, dem wir ausgesetzt sind seit Jahrzehnten. Und da ist es dann so, dass der Prinz kommt, das ist dann so ein erwachendes Bewusstsein, so eine erwachende Integrität, zu merken, Mensch, uns fehlt doch was. Irgendwas fehlt. Wir haben alles, wir können uns alles leisten, aber irgendwas fehlt. Und dann
sieht der Schneewittchen, findet sie total schön. Das heißt, das ist so diese erste Ahnung. Mensch, wir haben da was in unserem Selbst, was irgendwie wie tot ist, was aber wieder leben will und was wieder leben soll. Und da lässt er dann die Diener den Sarg wegtragen und die stolpern, der stürzt zu Boden. Das heißt, es gibt eine gewisse Zerrüttung, die dann dazu führt, dass der Apfel rauskommt. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt, wenn wir zu sehr kollektiv weg sind von unserem wahren Selbst, dann wird das Leben bestimmte Schwierigkeiten produzieren, die alten Lebenskonzepte zerrütten, nicht mehr funktionieren lassen. Diese Konzepte, ja, Auto, Haus, 3 Urlaube und alles andere blende ich aus, weil sonst habe ich kein schönes Leben mehr. Das wird nicht mehr funktionieren. Und das ist letztlich was nicht böse Kräfte machen, sondern was die göttliche Führung macht, um Menschen wieder zu sich zu bringen durch bestimmte Probleme, die uns letzten Endes zwingen, uns mit dem eigenen Selbst auseinanderzusetzen. Ja, so viel Schneewittchen, da ist sehr viel drin von dem, was wir besprochen haben. Deswegen dachte ich, ich nenne es mal. Ja, es ist... ich höre Ihnen mit großem Interesse zu, weil aus der Sicht des Märchens, so habe ich es noch nie gesehen. Ich weiß, da sind Sie Spezialist drin. Sie haben sich auch mit anderen Werken von Tolkien, unter anderem Herr der Ringe, beschäftigt. Und ich kann nur sagen, also mein Gefühl, meine Intuition sagt mir, genau das ist der Schlüssel, diese Suche nach uns oder in uns die Kräfte wieder zu entdecken, mit uns wieder ins Gefühl zu kommen. Ein Gefühl, dieses, was Sie eben so schön beschrieben haben, als das zu merken, da fehlt was. Das ist, das Materielle kann uns das nicht geben, was uns wirklich erfüllt. Herr Kramer, können Sie damit was anfangen als Lösungsvorschlag? Ja, ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung ja auch, wenn ich das Thema Coaching aufbringe. Das Beste ist ja natürlich, stellen Sie sich vor, sind 21, kommen aus Amerika wieder, haben die Ausbildung gemacht, kommen nach Deutschland und sagen, ja, ich bin jetzt Coach. Gucken einen die Leute natürlich an und sagen, hey, was willst du mir denn erzählen, verzichtlich? Rotzbengel. Ja. Behauptet, Coach zu sein. Und der soll mir jetzt erklären, wie es funktioniert und so weiter. Nein, ich denke, da steckt so viel Wahres drin. Es ist so schwer, das Ganze wirklich zu kommunizieren. Und da liegt die Kunst da drin. Sie haben es ja auch gerade gesagt, es ist schwer, diese Begriffe mit dem Inneren Selbst. Und dass dann viele Leute sagen, oh, ich kann damit nichts anfangen. Ja, weil das wie tot ist in den Leuten. Und dann kann man es ihnen auch nicht erklären. Ja? Ich gehe immer noch davon aus, dass man immer irgendwie diesen Kern wieder treffen kann. Man muss bloß andere Wörter verwenden. Mhm. Was ich als Beispiel immer wieder bringe, und das ist ja ein globales Phänomen, vor allem im englischsprachigen Raum. Jordan Peterson ist für mich ein sehr wichtiger Vordenker, der mich auch sehr geprägt hat. Und bei ihm sieht man ja, dass es ist ja das Online-Meme geworden, clean up your room, räum dein Zimmer auf, bevor du die Welt kritisierst. Und das Interessante ist, dass er es geschafft hat, diesen Verantwortungskern, diesen Drang nach dem Selbst, diese Auseinandersetzung mit sich selbst, er hat es geschafft, das Ganze anzufeuern. Er hat es geschafft, wirklich eine Bewegung darauf aufzubauen, vor allem eben jungen Leuten zu sagen, übernehmt Verantwortung. Und auf einmal sagen die Leute, boah, das ist fantastisch. Und von daher bin ich mir sicher, dass es, auch wenn sie sagen, das ist tot, das ist abgestorben, ich glaube, wir sind uns sicherlich auch einig, dass es trotzdem immer da ist. Es wartet darauf, aufgeweckt zu werden, ja. Es ist wie der Punkt im Yin-Yang-Symbol, dass das Potenzial immer wieder auf der anderen Seite noch da ist. Man muss bloß den Weg finden, das anzusprechen. Und ich habe eben selbst auch festgestellt, auch in meinen, wenn es um Coaching geht und so weiter, dass je einfacher man die Sprache machen kann, nicht verdummen, sondern schlichtweg einfachen, in den Alltag der Leute reinzugehen mit der Kommunikation und zu zeigen, was sich verändern kann im Alltag, die wahre Situation, die normalen Situationen des Lebens zu sehen und dann sich visualisieren zu können, vorstellen zu können, sehen zu können, wie könnte es denn sein? Was ist denn möglich? Wie könnte es anders sein? Dann gehen diese Lichter an. Und in dem Moment, wo das wieder angefeuert wird, wo so ein Drang nach vorne ist, wo so ein Gefühl der Öffnung da ist, wo man auf einmal sieht, da ist Potenzial da ist mehr Möglichkeit,
dann ist man auch wesentlich empfänglicher für alle anderen Punkte, dann wie wir heute auch schon angesprochen haben, Selbstverantwortung und so weiter. Ich glaube bloß, dass wir einfach oftmals in diesem Bereich, vor allem Coaching, ich nehme mich da selbst auch an die Nase, als ich angefangen habe, ein bisschen zu abstrakt reden, dass die Leute dann davor eine gewisse Form Angst bekommen, eine gewisse Form, ich merke es vor allem eben auch, wir haben jetzt auch Deutschland und so weiter angesprochen, auch Fehlerkultur war ein Wort, das gefallen ist, wo ich auch im Vergleich zu den USA, weil ich eben dort dieses Handwerk auch gelernt habe und dort hergekommen habe, da ist natürlich die Kultur auch schon eine andere. So in Amerika ist man mittlerweile stolz zu sagen, oh, ich habe einen Coach für dies, ich habe einen Coach für das und Mensch, toll und oh, wie ist der denn? Und in Deutschland ist immer noch oftmals schwingt dieses mit, wenn ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, dann heißt das, dass mir mit mir jetzt was nicht stimmt. Und das kann ich nicht offenlegen. Und da die Schraube auch wieder anzusetzen, zu sagen, wir sind ja alle Produkte in Entwicklung. Wir sind alle nie zu Ende. Und wenn wir zu Ende wären, dann wäre es sowieso langweilig. Zu Ende ist es, wenn wir da unten in der Erde liegen. Und ich glaube einfach, dass es an uns liegt, vor allem wenn wir von Medien sprechen und von unserer allen Verantwortung, die wir haben mit unserer Plattform, Worte zu finden, die auf der anderen Seite ankommen. Ja, ich finde es beeindruckend, wenn ich Ihnen zuhöre, muss ich sagen. Also ich habe gerade überlegt, ich bin zwar 1-2 Jahre älter als Sie, aber ich würde mich von Ihnen coachen lassen. Herr Regenauer, konstruktive Lösungen für die Zukunft. Wir sprechen ja auch gleich hier noch mit unserem Publikum. Da gibt es das Fragen und Antworten, Q&A. Wobei, da haben sich auch einige aufgeregt gesagt, das könnt ihr doch nicht Q&A nennen, Fragen und Antworten. Auch das ist wieder, es ist, was es ist. Es sind Fragen und Antworten oder einfach ein Q&A. Ja. Der konstruktive Gedanke zum Ende dieser Runde. Ich kann da kurz anschließen, weil ich mache auch so Führungskräfte-Coaching, ne? Und dann trifft man renommierte... Noch einen Coach. Ja, nein, also dass ich mache ja nebenher noch was anderes. Ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Also die selbstgestandene Leute im fortgeschrittenen Alter haben Probleme, eine Firma zu leiten oder vor Menschen zu sprechen, nur aus einem Grund, dass sie sich eben selbst nicht in der Hand haben oder selbst im Griff. Ja? Also deswegen das einzig Wichtige finde ich im Moment und in so Phasen, wo man so eine Art Fels in der Brandung sein muss, wenn es drumherum wirklich turbulent ist und die Welt verrückt spielt oder man hat das Gefühl, es entgleiten einem die Dinge, das gestern ist nicht mehr. Was dann einfach hilft, ist, dass man in sich ruht. Ja. Und da gibt es, glaube ich, kein besseres Mittel, als einfach eine gute Beziehung mit sich selbst zu haben. Dazu muss man wiederum sehr ehrlich mit sich sein, ja, und auch morgens im Spiegel sich eingestehen, dass man eben vielleicht nicht die Person ist, die man gerne wäre oder die man sich da vorspielt zu sein, dass man aus seinen Werten nicht treu ist, dass man Herrn Lehrich 2 Jahre lang als Schwurbler bezeichnet hat, weil der eine andere Meinung hat. Da muss man dann auch mal Selbstkritik walten lassen, ja. An sich ranlassen und sich mit sich selbst ins Gericht gehen und dann wirklich wieder zu sich zurück eben und in seiner Person suchen, wo bin ich eigentlich, ja, als Person und wer bin ich? Und wenn ich das geschafft habe, dann lasse ich mich ja auch schlecht aus der Ruhe bringen, wenn Gegenmeinungen kommen, weil ich bin da dann irgendwo gefestigter und mehr so ein Fels in der Brandung. Und wenn ich es dann noch schaffe, nicht auf Applaus aus zu sein oder auf Zuspruch oder Dinge zu tun, weil mir jemand dann zuspricht oder aufgrund sozialer Akzeptanz mich irgendwas nicht zu tun, sondern ich die Dinge einfach aus meinem intrinsischen Gefühl heraus tue und ich mir selbst genug bin, dann ist, glaube ich, schon relativ viel geschafft für die Zukunft. Weil wenn jeder an dem Punkt wäre, dass das heißt ja immer, das Glück ist mit denen, die sich selbst genügen. Wenn da jeder wäre, dann hätten wir viel weniger Konflikt, weil dann würde auch viel weniger emotional aufeinander losgegangen. Dann könnte man ja auch mehr auf faktischer, auf sachlicher Ebene sprechen, weil man dann in sich ruht und sich seiner selbst vergewissert täglich, indem man in den Spiegel guckt und erkennt, okay, das ist so halbwegs im Yin und Yang. Und nicht in den Spiegel guckt und ja, scheiße, jetzt habe ich 2 Jahre die Freunde beleidigt, aber da kann ich jetzt auch nicht zurück. Jetzt muss ich halt weitermachen. Ne? Dann, das wird schwierig, die Nummer, da kommt man auch nie mehr raus. Deswegen ganz pragmatisch. Man sollte erstmal ehrlich zu sich selbst sein, mit Defiziten und allem drum und dran sein. Und dann, wenn man dann noch schafft, Zeit mit sich alleine zu verbringen, ohne ständig ein Handy in der Hand zu haben oder nie, was weiß ich, irgendwas Vernünftiges zu machen, kauft man lieber eine Gitarre auf dem Flohmarkt für 20 Euro und lernt ein bisschen Gitarre spielen. Ich glaube, dann hat man schon viel Seelenfrieden in so Zeiten wie jetzt. Ja. Also nicht die große spirituelle Erleuchtung vielleicht, aber einfache pragmatische Schritte mal, sich mehr mit sich selbst beschäftigen und statt was Digitales, die Gitarre auf dem Flohmarkt kaufen für einen 20er und dann ein paar Akkorde lernen. Dankeschön, Herr Regenau.
Achso, er wollte ja keinen Applaus. Wenn der Applaus ist schön, ja, ja. So ist es ja, das ist ja. Aber es darf nicht zur Droge werden, nee. Sodass man es deswegen genau. tut. Ja, ich käme auch hier ohne Publikum hin, um mit ihnen zu sprechen, um den Punkt das zu besprechen. Ne? Das, darum geht es. Aber viele Leute machen die Dinge, die sie tun, ja tatsächlich für die Nachbarn. Ja, da wird dann der, da muss dann, obwohl man kein Geld mehr hat und noch einen Kredit aufnehmen muss und der Dispo erweitert, muss noch der weiße Kies vors Haus und der dann jeden Samstag gekerchert wird, damit die Nachbarn, ne? Und so. Also wenn man aus so einem Leben führt, dann kann man nie glücklich werden. Sorry. Dann, Geld dann ausgeben, das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken, die man nicht mag. In einem System, das man nicht versteht, ja. Und deswegen, also da die Dinge für sich tun, egal wie der Garten aussieht oder das Haus von außen, wenn man glücklich ist da drin, ist es cool. Ja. Dankeschön. Jetzt dürft ihr noch mal klatschen. Das Schlusswort gebührt nein. Frau Kosobek. Oh nein, das ist viel zu viel Druck. Nein. Wirklich, wirklich, nein. Ja. Jedenfalls, ich würde gerne da das pragmatisch, ich bin ja auch Pragmatikerin und weil wir hier eigentlich, als wäre das Thema verfehlt, nein, machen alternative Medien den besseren Journalismus. Und es gibt so ein paar pragmatische Sachen, die alternative Medien tun können oder unabhängige Medien. Ist was ganz wichtig ist und ich mache es jetzt wirklich ganz praktisch, Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit ist wirklich essentiell. Also ich weiß, und das ist auch das, was es so anstrengend macht, ne? Nicht irgendwie alle 3 Wochen, dann mal 4 Wochen einen Podcast machen. Nein, jede Woche. Jede Woche muss dieser Podcast zu einer bestimmten Uhrzeit rauskommen. Und tatsächlich ist es so, wenn man relevant sein will, muss man aktuell sein. Aktuelle Themen aufnehmen, die sofort bearbeiten. In einem Podcast darf man auch über aktuelle Themen quatschen, ja, und dann halt auf eine andere Art und Weise. Und es gibt auch, ich sag mal so, in dem alternativen Bereich, das muss nicht alles immer so hochintellektuell sein, was teilweise auch stattfindet. Aber das darf auch mal so ein Podcast sein, der einfach unterhaltsam ist. Man möchte ja auch vielleicht ein paar basierte Leute darüber reden hören, wie, weiß ich nicht, wie, was sie gerne in ihrer Freizeit machen, ja. Weil man eben sich nicht mehr an den Leuten orientieren möchte, also für Unterhaltung, die man sowieso, Entschuldigung, dass ich da jetzt so weit gehe, aber die man sowieso vielleicht auch politisch nicht so mitgeht, wenn man da nicht so mitgeht. Also da würde ich schon sagen, man kann auch verschiedene Produkte irgendwie so auf den Markt bringen. Ja, Vielfalt ist doch was Gutes, ne? Haben wir doch alle gelernt. Ne? Bunt, Vielfalt, Diversität. Und ich bekomme gerade vor allem auch mit, dass sich da ganz viel verändert, auch gerade jetzt, weil Sie es ansprechen, Unterhaltung, Comedy-Szene. Es gibt mittlerweile auch bei Instagram so viele neue, junge, coole Comedians und Comedienne, glaube ich heißt es, die jetzt auch mittlerweile Hallen füllen, ohne dass sie in irgendwelchen großen Sendern laufen, sondern einfach, weil sie da ihre Zielgruppe haben und weil das auch das Neue ist, dass es so funktioniert. Ja, genau. Die direkte Ansprache. Also, weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben, habe ich ja vor kurzem mit Nikolai Binder gesprochen. Viele Leute hier werden ihn wahrscheinlich kennen, der auch, er sagt immer weggecancelt. Eigentlich ist er uncancelbar. Er tritt ja noch auf. Es ist, also, er ist nicht gecancelt. Ja? Jemanden komplett zu canceln ist sowieso fast unmöglich. Außer er entscheidet, sich selbst zu canceln und einfach von der Bildfläche zu verschwinden. Ja, also sich da nicht so beeindrucken zu lassen von den anderen Journalisten, was mir auch manchmal schwerfällt. Hier wollen wir auch selbstkritisch sein. Also ich bin da ja auch manchmal sehr empfindlich mit dem ganzen Gegenwind, den ich schon aushalten musste. Aber gut, am Ende heißt es einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Ich weiß ja nicht, was in Zukunft kommt. Vielleicht brechen wir da, man kriegt mal so einen Spalt rein, dann kommt dann vielleicht mal so ein Mainstreamy doch mal rein. Man unterhält sich, ah, war doch nicht so schlimm, ah, okay. Also ich glaube, es werden sich immer wieder so Tore aufmachen. Es wird immer wieder was aufgehen und da geht man dann mal rein und guckt und schaut, was passiert. Also ich bin, ja, also halt die Neugierde einen auch ein bisschen so antreiben lassen. Was passiert denn, wenn ich hier weitergehe oder wenn ich hier mit dieser Person spreche und so weiter. Also das heißt, immer weitermachen. Wirklich weitergehen und nicht aufhören. Und ich weiß auch, ich weiß, Ihnen fällt es auch manchmal schwer, sich nicht so entmutigen zu lassen von der Kritik, die einem dann manchmal so entgegnet, weil man eben in der Öffentlichkeit steht. Aber dass man da wirklich sagt, okay, nee, wir machen weiter. Das ist schon richtig so und mit allen Höhen und Tiefen, die irgendwie so dazugehören. Da sind wir wieder bei der Intuition, ne? Wenn es sich richtig anfühlt, weitermachen. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, das treibt die meisten dann an, dass sie das fühlen können, dass es richtig ist. Und dann ist auch der Gegenwind etwas, womit man klarkommt. Und dann versteht man auch, dass der Gegenwind auch nur dafür da ist, um am Ende vielleicht sich auch ab und zu mal, oder nicht nur ab und zu, sondern noch häufiger auch selbst zu reflektieren und zu schauen, ist vielleicht doch was dran an dieser Kritik? Ist da doch irgendwas, was ich daraus noch lernen kann? Aber grundsätzlich eben den anderen als das zu akzeptieren, was er ist, ein Mensch, und aufeinander zuzugehen und miteinander zu sprechen und
ja, wie Sie es gerade im Schlusswort so schön gesagt haben, es war ein hervorragendes Schlusswort. Mhm, danke. War toll. Sehr charmant. Also, ja. Ich habe gesagt, ich rufe nicht zum Applaus auf bei dieser Sendung, aber ich mache das jetzt nochmal. Danke. Nehme ich an. Sehr gut. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken hier bei dieser Runde bei Jasmin Kosobek, bei Ludwig Gartz, bei Lukas Kramer und bei Tom Oliver Regenauer. Dankeschön. Und ich danke ganz herzlich allen hier im Publikum in Magdeburg, dass ihr uns unterstützt, dass ihr hier seid. Jetzt gibt's gleich Fragen und Antworten, Q&A. Und danke auch für eure Unterstützung, die ihr uns zuteil werden lasst für dieses Projekt, die wir dringend benötigen, um dieses Projekt in die Zukunft zu führen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch demnächst mal in einem Theater persönlich kennenlernen, hier bei Fairtalk. In diesem Sinne, Dankeschön an die Runde. Vielen Dank für die wertvollen Erkenntnisse des heutigen Abends und gute Nacht. Tschüss. Auf Augenhöhe.